Hey Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und in diesem Filmvideo bekommt ihr von mir ein komplettes Videotraining. Wenn du direkt mit dem Videotraining starten willst, dann findest du unten in der Videobeschreibung solche Zeitstempel, da kannst du direkt zum Videokurs springen. Jetzt zuerst einmal ein kurzes Intro, und zwar geht es um dieses Videotraining, welches ich vor vielen, vielen Jahren erstellt habe. Das ist immer noch nachwirkend oder rückwirkend betrachtet eins meiner besten Videokurse, würde ich definitiv sagen, weil die Bilder, ich feiere die ab, die sind geil, die sind kreativ. Und das Training heißt Projekt Schottland. Ich habe das nicht mehr im Verkauf, weil ich ja jetzt nicht mehr so als Photoshop-Experte auftreten will und ist auch ein älteres Videotraining, aber ich habe mir gedacht, bevor es jetzt auf meiner Festplatte vergammelt, stelle ich es dir zur Verfügung. Weil es ist ein cooles Training. Zapp einfach mal durch, auch wenn es vielleicht mit der älteren Photoshop-Version ist und so weiter. Du kannst es alles umsetzen. Ich war damals mit meinem Assistenten Gabor eine Woche in Schottland unterwegs. Und wenn du dazu noch eine krasse Story willst, dann schau dir das Outtake am Ende des Videos an. Die Story, die haut dich weg. Du kannst sie dir auch gerne zuerst anschauen, weil dann betrachtest du das Videotraining mit anderen Augen. Kannst du auch einfach in der Videobeschreibung in den Outtake hinspringen. Es werden mehrere Bilder erklärt, vor Ort gefilmt, 120 Minuten Laufzeit, Fotografie und Retusche. Okay, also wir geben dir das jetzt nicht als CD, sondern hier jetzt auf YouTube, kannst du ein bisschen rumzappen und wir bringen dir auch eine kleine Inhaltsangabe noch rein unter das Video, wo dann alles so mit Zeitstempel und so weiter markiert wird. Ja, und dann würde ich sagen, viel Spaß mit diesem Videotraining. Wenn es dir gefällt, lass gerne einen Daumen nach oben da. Ich habe ja noch ein paar Videotrainings. Sehr, sehr viele. Also wenn du einen Daumen nach oben... Also, viel Spaß mit dem Videokurs Projekt Schottland. Let's go. Hello, hier ist der Kelvin. Und hier ist der Gabor. Grüßt euch. Und ja, ihr habt das Training jetzt eingelegt. Wir sind beim ersten Film. Ist immer ein klein wenig doof. Eigentlich haben wir gar nicht so viel zu sagen. Wir wollten einfach nur mal kurz Hallo sagen und euch viel Spaß wünschen. Oder vielleicht was zum Inhalt? Ja, zum Inhalt. Also es wird definitiv sehr spannend, wie ihr uns jetzt seht. Wir sind noch sehr, sehr schick angezogen, noch alles frisch gebügelt. Aber in ein paar Minuten, wenn ihr dann drinne seid, nach dem ersten, zweiten Video, seht ihr, wie wir uns in den Dreck werfen oder zumindest mehr der Kelvin. Wir haben mit Tieren gekämpft, also wir haben mit Insekten gekämpft, mit Killermöwen. Wir haben Laptops geschrottet, wir sind Strecken doppelt gegangen. Also es war sehr, sehr viel Aufwand, das Training zu produzieren und wir hoffen natürlich, dass ihr da viel, viel Spaß dabei habt. Ja, und wir haben auch nicht die einfachsten Location abgecheckt, sondern wir haben geguckt, dass wir für das Training, wenn da ein Berg war, hier ein Berg war und da ein Berg, haben wir geguckt, dass wir den Berg beklimmen für euch, um die geilste Landschaft oder Panoramafotografie zu machen, einfach damit es ein richtig geiles Training wird. Also mit Sportschuhen. Sportschuhe, also ich weiß gar nicht. Mit Sportschuhen den Berg hoch. Nach diesem Training, wo wir das aufgenommen haben, habe ich, glaube ich, du auch 12 Stunden am Stück geschlafen. Also ja. Wir haben uns echt Hammer ins Zeug gelegt. Und ja, wie gesagt, wir wünschen eigentlich einfach nur viel Spaß. Wir wollten mal ganz kurz Hallo sagen. Das Training beginnt jetzt gleich damit, dass wir halt in den Vorbereitungen sind. Also der erste Film ist so ein bisschen lockerer, wo man Auto fahren, Zeug packen und so weiter. Und ganz am Ende vom Video, wenn ihr alles durchgeschaut habt, dann sehen wir uns gleich nochmal hier. Also, viel Spaß. Viel Spaß. So, in diesem ersten Video beginnen wir mal mit dem, was wir alles mitnehmen. Und wir haben im Hintergrund hier noch ein paar Serien runterladen von iTunes für den Flug. Macht Gabor hier die letzten Vorbereitungen. Alles, was wir noch brauchen. Taschenlampen in Unmengen, wer weiß, wie finster es sein wird oder wo wir hinkommen. Da haben wir eine in jeder Tasche, überall Taschenlampen. So, dann gehen wir mal hier Koffer, ihr seht schon. Wir werden jetzt nicht den ganzen privaten Käse erklären, was wir dabei haben, sondern wir gehen erstmal nur auf das fotografische Zeug ein, was wir dabei haben. Und da fange ich jetzt mal an hier mit dem Fotorucksack. Wir haben zwei Kameras dabei. Ich filme mal hier von oben. Einmal die 5D Mark III, das ist noch meine Leihkamera, weil meine in Reparatur ist. Dann, was die Objektive angeht, haben wir 2405. Und Gabor hat eine 5D Mark I und auch ein 2405. Und dann haben wir noch ein bisschen Festbrennweiten dabei. Bei den Festbrennweiten haben wir
sagen wir Festbrennweiten 50 mm haben wir dabei. Wir haben 85 mm dabei, beides 1,8. Dann habe ich mir noch von Ralf Macken Fischei, ich glaube, oder 15 mm ausgeliehen, 2,8. Das war's an Kameras, ne? Du hast eine Kamera, ich habe eine Kamera. Wir haben zwei Stative natürlich für Landschaftsaufnahmen, Langzeitbelichtungen. Wir haben gar nicht so viel Material dabei, oder? Ja, nee. So ein bisschen Dauerlicht noch. Was wir dabei haben, ist ein Aufsteckblitz. Aber dazu sagen wir euch vielleicht dann in Schottland was. Da wollen wir ein bisschen was ausprobieren. Das habe ich mir auch von Ralf Mack ausgeliehen, weil ich selbst mache ja nicht so viel mit Aufsteckblitzen. Aber vielleicht bald mehr. Was haben wir noch an Material? Wichtiges Videokamera, ne? Für uns so Filmmikrofone. iPhones, Kameras. Ja, mit iPhones haben wir auch gedacht. Haufen Ladegeräte für iPhones, dass wir überall aufladen können im Auto. Und zwei Koffer voll, kannst du mal filmen hier. Also, ja, so Tape, Zeug halt. Es war gar nicht so viel. Also ich habe gedacht, wir müssen viel, viel mehr mitnehmen. Aber mein Koffer ist auch nicht so voll. Oh, Stifttablett, genau. Ja. Also es ist wirklich nicht viel vom Material. Wir gehen ja auch nur 3 Tage hin. 3,5 Tage. Und für all diejenigen, die sich jetzt fragen, ja, wie viel haben wir geplant? Wir haben gar nichts groß geplant. Also Gabo hat schon so ein bisschen Route, ein bisschen was rausgesucht, wo wir hinfahren können. Aber im Prinzip, wir haben auch keine Hotels gebucht. Wir haben einfach nur den Flug gebucht, einen Mietwagen und fahren dann einfach mal drauf los. Der Flug, das kann ich schon mal sagen, hat für 2 Personen, der liegt jetzt so bei 400-500 Euro mit Mietwagen. Das heißt, wenn ihr jetzt alleine den Trip machen würdet, würdet ihr vielleicht 250-300 Euro zahlen. Also das ist echt günstig. Und wir wissen jetzt noch nicht genau, was uns erwartet. Wir haben natürlich schon so die Pläne, aber ich will jetzt nicht zu viel sagen. Am Ende schaffen wir es nicht, das im Video einzuhalten. Deswegen soll es einfach nur so ein kleines Begrüßungsvideo mal sein. Wir sehen auch noch total müde aus, sind gerade aufgestanden, ist jetzt kurz nach 8 irgendwann. Der Flug geht in ein paar Stunden. Von den Klamotten her, jetzt bin ich mal gespannt, also ich habe auch nicht viel Klamotten dabei. Gabo, jetzt filmen wir mal wieder ein Gabo, dass da auch drauf ist. Hast du Wanderschuhe dabei? Ja, ich habe hier, keine Ahnung, ich habe mir gleich mal hier feste Schuhe angezogen. Und alternativ habe ich noch bequeme Sportschuhe mitgenommen, falls wir abends tanzen gehen in der Bar oder sowas. Wow, wow, wow. Nee, falls es mal locker wird, ich weiß nicht, falls es mal Wiese laufen wird oder sowas, habe ich noch bequeme Schuhe. Sonst, ich habe eine fette Jacke. Ich weiß nicht, wie kalt es wird. Ich habe hier so eine Regenjacke mit Kapuze, die wasserdicht ist. Ich habe Unmengen an Socken, falls es... Okay, jetzt wird es zu persönlich. Den Tanga lass mal drin. Nee, wenn wir viel wandern, weil es wird nass und so. Achso. Dann müssen wir Socken wechseln. So. Es soll auch, glaube ich, nicht regnen, gell? Also 20% nee. Regenwahrscheinlichkeit die ganze Zeit. Sieht gut aus. Und Durchschnittstemperatur 13 bis 14 Grad so. 1000 Ladegeräte für jedes Gerät. Alles und Taschenlampen, ja. Nee, Wetter soll gut werden. Am letzten Tag, wenn wir gehen, soll es anscheinend ein bisschen regnen, aber sonst haben wir echt Glück, ey. Das ist okay. Ja, das passt. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg. Wir wissen jetzt, wenn wir dieses Video drehen und nicht, wann wir uns immer wieder melden, schauen wir mal. Aber das war jetzt einfach mal, dass ihr seht, wie so etwas davor aussieht oder wie wir uns gerade da vorbereitet haben. Und jetzt gehen wir zum Bahnhof und dann gehen wir zum Flugzeug. Also, bis dann, Leute. So, Leute, wir sind jetzt in Schottland angekommen. Holen uns jetzt gerade ein Auto und Mietwagen. Wir haben noch so ein Navigationssystem und so weiter noch mit dazu und liegen jetzt, glaube ich, beim Mietwagen so bei nochmal 250 Euro oder so für die ganze Zeit. Ja, das geht. 250, 270 Euro. Wichtig ist, wenn ihr einen Mietwagen habt, der ist jetzt unserer, was sehr verwirrend ist, alles auf der falschen Seite, ne? Ich weiß noch gar nicht, wie wir da fahren sollen. Gabo ist als zweiter Fahrer mit eingetragen, das kostet auch nochmal 40, 50 Euro extra. Alles rechts, schalten mit links. Ich bin gespannt. Gabo markiert jetzt gerade alle Kratzer, das ist ganz wichtig. Ja, und das ist der Mietwagen. Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Wie gesagt, lieber Viertelstunde mehr Zeit nehmen, um zu checken alles. Alles gecheckt, Gabo? Ja, 3 kleine Sachen habe ich gefunden, gerade markiert hier da drauf. Und dann cool. Ja, dann verladen wir jetzt, gehen erstmal einkaufen, dann fahren wir einfach mal los, gucken, was passiert. Ja, Mietwagen kann ich aber nur empfehlen. Wie gesagt, wir haben jetzt gezahlt so, ich glaube, 200 britische Pfund, so irgendwie 250, 300 Euro, keine Ahnung. In diesem Sinne, so wie zum Auto. So, wir sind jetzt mit unserem Mietwagen unterwegs. In der Zwischenzeit habe ich mich auch schon dran gewöhnt, auf welcher Seite ich fahren muss. Aktuell
ist auch das mit dem Schalten, ne? Habe ich schon einigermaßen im Griff. Also hier ist alles verkehrt herum. Ne? Mit links schalten, Lenkrad auf der verkehrten Seite, auf der anderen Straßenseite fahren. Es ist umständlich. Deswegen vorsichtig fahren, wenn ihr in Schottland sein solltet, beim ersten Mal. Wir fahren jetzt schon seit, Gabor, 3-4 Stunden? Ja, das kommt hin, 3-4. 3-4 Stunden fahren wir in der Gegend herum, halten immer wieder mal an, machen ein paar Bilder. Wir wollten erst einen Zwischenstopp machen auf der Hälfte der Strecke. Also wir sind auf dem Weg nach Iverness, glaube ich, heißt das Ganze. Und jetzt fahren wir aber wahrscheinlich doch durch, weil, ja, also so viel ist jetzt gerade noch nicht hier. Warte mal, jetzt muss ich gerade mal hier links rüber, weil rechts sind die Schnellen, nicht links. Und ja, die Highlands, da wollen wir jetzt gerade hin. Also, oder wir sind jetzt gerade schon in den Highlands und werden heute am ersten Tag erstmal so ein bisschen entspannt hier und da mal ein bisschen knipsen. Und ich denke mal, morgen dann das Ganze etwas fokussierter angehen. Ja, aber es ist wirklich so, wir fahren hier los ohne ganz genaues Ziel. Und wenn wir irgendwo denken, es ist toll, dann halten wir an und machen schöne Bilder. Das kannst du ja nochmal rausfilmen, kurz Gabor, wie sie so aussieht. Und ganz wichtig ist, fahrt mit Navigationssystem, ja, sonst seid ihr hier echt verloren. Aber das mit Navigationssystem funktioniert ja ganz gut. Kostet nochmal 15 bis 20 britische Pfund extra pro Tag, aber es lohnt sich definitiv. Alright. So, wir sind jetzt an einem See, der wird hier gestaut, ziemlich im Norden von Schottland, irgendwo bei den schottischen Highlands. Ich kann euch gar nicht genau sagen, wo das ist. Und ja, ist eine tolle Kulisse und da werde ich jetzt mal ein paar Bilder machen. Ich weiß jetzt natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz genau, wie später die Retusche aussehen soll. Habe aber jetzt natürlich erstmal so fotografisch meine Vorstellungen, will einfach mal ein schönes Bild aus der Kamera heraus schon erstellen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich das Ganze mache. Habt ihr jetzt kein Stativ dabei? Also wir haben jetzt ein Stativ, aber ich will euch jetzt erstmal zeigen ohne Stativ. Erst einmal will ich natürlich so ziemlich alles scharf haben. Also es wäre schade darum, wenn irgendwo im hinteren Teil etwas unscharf ist. Also suche ich mir jetzt eine Wunschblende raus. In dem Fall nehme ich jetzt einfach mal Blende 13. Ich werde ja jetzt nicht mit 105 mm Brennweite fotografieren. Wenn man mit 105 mm Brennweite fotografiert, dann wird schon ab Blende 8 aufwärts schon Bereiche unscharf. Ja, aber da ich ja jetzt gleich mit 24 mm, 35 mm fotografieren werde, ist eine Blende 13, Blende 16 eigentlich super, um alles scharf zu bekommen. Ich fotografiere im Zeitautomatikmodus, das heißt, die Kamera errechnet mir eine Belichtungszeit und wenn ich jetzt einfach mal hierher gehe und werde einfach mal schauen, was mir die Kamera so ermittelt an Belichtungszeit. Dann sind wir hier bei einem 45stel. Und ein 45stel bei einer Brennweite von 24 mm, das kann ich aus der Hand heraus quasi halten. Ja, man sagt ja immer so Brennweite, ungefähr die Belichtungszeit. Und mit der ISO gehe ich jetzt auf 200. ISO 100, ISO 200, das ist jetzt für mich nicht so ganz entscheidend. Und mit der Belichtungskorrektur gehe ich ein klein wenig ins Plus, dass die Aufnahme vielleicht ein Ticken heller ist. Also ich sag mal, so eine halbe Blende bis Blende müsste ungefähr reichen. Und jetzt mache ich einfach mal ein Bild. So, jetzt schauen wir mal. Genau. Und was ich halt nehme, in dem Fall, normalerweise versuche ich den Horizont hinten in einem Drittel aufzuteilen. Hier nehme ich den Horizont mittig, weil wir eben eine Spiegelung im Bild haben. Also der Horizont ist so quasi die Bildhälfte und dann habe ich die Spiegelung mit drauf. Da ich jetzt ohne Stativ fotografiere und keine Belichtungsreihe erstelle, ist natürlich die Situation himmelhell und Bildbereiche saufen mir ab, also gerade so wie die tiefen Schatten. Das muss ich dann natürlich in RAW später herausholen. Ich werde jetzt aber gleich auch noch eine Belichtungsreihe schießen. Jetzt mache ich erstmal so ein paar verschiedene Aufnahmen. Ja, einfach mal von der Kulisse so ein klein wenig. Ich versuche auch meine Perspektive mal. Ich gehe mal etwas tiefer und schieße mal quasi so direkt über den Boden. So, oh, das war jetzt sehr schräg. Warte mal, da müssen wir nochmal ran. So,
Also ich werde hier eh jetzt noch ein paar Bilder mehr erstellen, verschiedene Perspektiven, verschiedene Höhen und so weiter. Was ich auf jeden Fall noch kurz zeigen will, ist ein HDR, einfach eine Belichtungsreihe, damit ich später auch überall Zeichnung drin habe. Eine Belichtungsreihe, die lade ich mir dann meistens in Fotomatix oder das kann man auch mit Photoshop machen. Und dazu nehme ich jetzt hier mal mein Stativ. Machen wir mal die Kamera hier drauf. So, und jetzt von den Kameraeinstellungen. Also bei der Canon hier ist es jetzt so, dass ich jetzt auf den manuellen Modus gehe. Ich suche mir jetzt wieder die Blende 16 heraus und werde jetzt ins Menü gehen. Und Gabo, da kann man vielleicht mal so drüber filmen. Ich denke, das dürfte man sogar sehen, wenn man hier am Menü, es kann sein, dass es jetzt ein bisschen spiegelt, aber da habe ich jetzt die Möglichkeit, die Kamera so einzustellen, dass ich einmal ein Bild mit zwei Blenden zu dunkel belichte, zwei Blenden zu hoch und ein korrekt belichtetes Bild. Und wenn man dann bei der Canon auf Selbstauslöser geht, oh, eine Möwe oder keine Ahnung, was es war. Ja, hier ist schon eine schöne Gegend, gell? Also Schottland kann man schon empfehlen, aber man muss weit in den Norden fahren oder weit nach oben fahren. Also Selbstauslöser, dann wird nämlich die Kamera automatisch drei Bilder erstellen. Ich habe jetzt den Selbstauslöser auf 2 Sekunden gestellt und jetzt machen wir hier einfach mal, betätigen wir mal einen Auslöser, dass ihr mal seht, warte mal, ich muss mal hier so von der Gestaltung her, ich nehme den Horizont wieder so ein bisschen in die Bildmitte, aber wie gesagt, ich mache eh gleich noch mehr Bilder. Und jetzt gehe ich hier auf 1/60 und dann zeigt er mir an, warte mal, dass ich hier relativ korrekt belichtet bin. Also ich nicht, das Bild. Jetzt machen wir mal einen Selbstauslöser. So, Achtung. So, jetzt hat er 3 Bilder gemacht. Eins ist zu hell, eins zu dunkel und eins ist korrekt belichtet. Ja, und dann habe ich so auch mein HDR und kann dann daraus quasi später auch ein Bild erstellen. Ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts ein, was hier noch wichtig wäre zu erwähnen. Wenn ihr jetzt nach Weißabgleich fragt oder so etwas, also ich kann mich hier automatisch lassen oder ihr stellt manuell ein. Das waren jetzt die einzigen Dinge, wo ich drauf achte. Von der Perspektive, gerade wenn halt eine Spiegelung mit drin ist, wenn Wasser drin ist, versuche ich immer sehr tief zu gehen. Ich werde jetzt auch mich noch ein paar Mal auf den Bauch legen. Das müsst ihr jetzt aber nicht sehen. Wie ich, vielleicht gehe ich auch ins Wasser oder der Gabor geht ins Wasser und macht das Bild dann. Aber so hat es hier vor Ort ausgesehen und so erstellen wir jetzt noch ein paar weitere Bilder. Ein paar HDRs und ein paar Einzelschüsse. Vielleicht machen wir auch gleich noch ein Fischei drauf. Das haben wir auch noch dabei, 15 mm. Genau. So, ich habe mir jetzt mal einen einzelnen Schuss herausgesucht und habe den mal so ein klein wenig optimiert. Ihr seht es auch schon direkt hier an den Ebenen. Da ist nicht allzu viel passiert, aber das wäre jetzt mein finales Bild, wie es mir gefällt. Man kann da natürlich gerne noch mehr machen oder auch sogar noch weniger. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Und ich möchte euch jetzt in diesem Film zeigen, was ich denn hier bearbeitet habe. Also so kam das in etwa aus der Kamera heraus, also ohne eine RAW-Konvertierung. Dann habe ich eine RAW-Konvertierung durchgeführt, habe etwas Nebel, Dunst ins Bild gemalt, noch ein klein wenig abgedunkelt und mit 2 Einstellungsebenen den Look etwas entsättigt und am Ende das Ganze noch etwas weicher gemacht. Ja, und dann ist das Bild eigentlich fertig. Das ist eine Retuschearbeit von etwa 5 Minuten, maximal 10 Minuten. Und ich will euch das jetzt nochmal zeigen, wie ich da eben vorgegangen bin. Und dazu habe ich jetzt hier nochmal diese RAW-Datei. Und diese RAW-Datei, die benenne ich jetzt einfach mal mit Original. Die bleibt unberührt. Und jetzt werde ich mir einfach mal eine 2. Ebene erstellen. Allerdings als Smart-Objekt mit einem Rechtsklick. Neues Smart-Objekt durch Kopie. Und hier findet jetzt die RAW-Konvertierung statt. Und jetzt gehen wir da nochmal ganz kurz rein in die andere Datei und schauen uns da nochmal an, was wir gemacht haben. Ihr seht, dass ich generell immer die Tiefen etwas nach oben nehme, die Lichter etwas runter, in dem Fall auch den Weißabgleich wahrscheinlich etwas ins Kühlere gezogen. Wenn man dann so eine RAW-Entwicklung gemacht hat und ihr braucht zum Beispiel die gleiche RAW-Konvertierung für andere Aufnahmen, dann könnt ihr hier in den letzten oder in den vorletzten Dialog gehen und über dieses kleine Icon hier könnt ihr dann diese ganzen Presets quasi speichern. Und das mache ich jetzt mal und ich speichere jetzt mal diese Presets nicht in den vorhandenen RAW-Ordner, sondern einfach mal auf meinen Desktop, indem ich hier sage Landschaft,
werde das sichern, werde den Dialog wieder abbrechen und wenn ihr jetzt eine weitere Aufnahme habt, eine zweite Aufnahme oder wie auch immer, dann könnt ihr hier jederzeit wieder in diese Vorgaben hineingehen, klickt auf diesen kleinen Dialog und anstatt die Einstellungen zu speichern, werdet ihr einfach die Einstellungen laden, geht wieder auf euren Schreibtisch und werdet dann einfach diese Datei öffnen. Hier ist sie schon, Landschaft, eine XMP-Datei und dann seht ihr schon, ist die RAW-Konvertierung quasi schon durchgeführt und dann war es das eigentlich schon. Beim ersten Mal empfehle ich natürlich, dass man auch ein klein wenig experimentiert. Wenn euch das ganze Bild etwas heller gefällt, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch etwas heller konvertieren. Da ist es ganz wichtig, dass ihr euch auf euren Geschmack verlasst. In dem Fall war das Wichtigste für mich, dass man etwas mehr Zeichnung in die Tiefen und in die Lichter bekommt. Das geht wunderbar mit dem Lichter und mit dem Tiefenregler. Und eben der Weißabgleich. Hier sieht man das Ganze vielleicht etwas zu natürlich aus. Und daher wollte ich hier etwas ins Kühlere gehen, damit es vielleicht etwas nach morgen aussieht. Oder ja, ich finde es etwas mystischer, wenn etwas mehr blau im Bild ist. Okay, dann bestätigen wir das Ganze mal. Dann haben wir quasi jetzt diese RAW-Konvertierung durchgeführt. Ich wechsle nochmal ganz kurz auf mein anderes Bild, was der nächste Schritt war. Als nächstes habe ich hier im Horizont ein bisschen aufgehellt, so ein bisschen Nebel reingemalt. Ich schaue mir meistens ein Bild an und überlege dann, welche Stimmung könnte diesem Bild gut tun. Und ich glaube, hier war es gar nicht mal so früh am Morgen, aber für mich sieht es so ein bisschen nach morgens aus und Nebel ist etwas sehr Emotionales. Also habe ich mich dann entschlossen, einfach so ein bisschen Nebel oder nennen wir es eher mal Dunst. Dunst trifft das Ganze vielleicht besser. Das möchte ich mir jetzt ein klein wenig ins Bild malen. Und dazu nehme ich mir einfach einen weißen Pinsel mit weißer Farbe. Und ihr habt es gesehen, ich habe mir eine leere Ebene erstellt. Und da werde ich jetzt einfach mal mit 16% hier hinten ein bisschen aufhellen. Und dadurch bekommt das Bild auch etwas mehr Tiefe. Denn alles, was sehr weit entfernt ist, ist meistens etwas verblasst, flauer und manchmal sogar ein klein wenig heller. Und da muss man natürlich jetzt ein bisschen experimentieren. Ihr seht auch bei diesem Bild, da habe ich sogar noch ein klein wenig übertrieben. Also machen wir hier mal den Pinsel etwas größer und klicken da noch ein, zwei Mal. Und dann, ja, es ist eine schöne Tiefe, die das Bild bekommt. Und es ist irgendwie besonders für mich. Also mir gefällt es definitiv so besser. Vielleicht kann man das Seide noch ein bisschen aufhellen. Hier so ein klein wenig. Ja, das war jetzt fast ein bisschen zu viel. Wenn ihr zu viel aufgehellt habt, könnt ihr jederzeit den Radiergummi nehmen. Dafür braucht man jetzt auch keine Maske, weil es ja eine leere Ebene. Und dann können wir das hier jetzt wieder so ein klein wenig zurücknehmen. So, das war der Nebel. Jetzt gehen wir mal in den nächsten Schritt, was wir hier noch gemacht haben. Ja, da habe ich drumherum ein klein wenig abgedunkelt. Das kann man auch auf einer neutralgrauen Ebene machen. Ich nehme jetzt mal eine leere Ebene. Und werde es jetzt einfach mal mit Abdunkeln bezeichnen. Die Füllmethode setze ich hier auf weiches Licht. Und dadurch wird jetzt mein Pinsel und die weiße Farbe zur Aufhellung und die schwarze Farbe zur Abdunkelung. Wenn ich das jetzt mal hier etwas übertreibe und würde jetzt mit schwarzer Farbe malen, dann erscheint keine schwarze Farbe im Bild, sondern das Bild wird an der Stelle abgedunkelt. Und so gehe ich jetzt mal über die Konturen, über die Bildränder hier an der Seite und male mir so eine Art, naja, Vignette ins Bild. Auch das dient dazu, den Betrachter mehr im Bild zu halten, also mehr in diesem Bereich. Ja, und das funktioniert ganz gut. Allein diese letzten zwei Ebenen, schaut euch das mal an, wenn ich die ausblende und wieder einblende, wie der Betrachter auf einmal hier landet. Und das ist für mich der interessante Teil. Und so arbeitet das Auge, man geht vom Dunklen zum Hellen. Und das mache ich mir hier einfach zu nutzen, indem ich einen gewissen Bereich aufhelle. Hier ohne Füllmethode, ohne eine spezielle Füllmethode, damit es richtig flau wird. Und hier, da soll man natürlich noch die Zeichnung sehen, das in der Füllmethode weiches Licht. So, dann kommt so ein bisschen der Look des Bildes. Da wollte ich etwas kontrastreicher gehen, etwas entsättigter. Und da gibt es auch eine schöne Einstellungsebene dafür, die oft nicht genutzt wird und das ist die Verlaufsumsetzung. Und wenn man die das erste Mal klickt, dann kommt das erste Preset oder die erste Voreinstellung, das ist ein Schwarz-Weiß-Verlauf. Und die Verlaufsumsetzung arbeitet so, dass die linke Seite, also schwarz, steht für die Tiefen. Das heißt, alles, was im Bild dunkel ist, wird schwarz eingefärbt
und alles, was hell ist, wird weiß eingefärbt. In dem Fall sieht es noch ganz gut aus, weil es eben schwarz-weiß ist. Wenn man jetzt eine Farbe nimmt, dann sieht es manchmal etwas komisch aus. Ja? Aber da sieht man halt schon, was da im Bild eigentlich passiert. Also die Tiefen, die Lichter werden eingefärbt. Ich bleibe hier nochmal bei schwarz-weiß und werde jetzt einfach die Füllmethode auf weiches Licht setzen und dann haben wir auch wieder eine Aufhellung und Abdunklung und das ganze Bild wird etwas kontrastreicher. Und da können wir dann mit der Deckkraft ein bisschen experimentieren. 40% ist da eigentlich schon ganz gut. Und jetzt kommt so ein Punkt. Ich habe an der Stelle jetzt hier noch eine Tonwertkorrektur drinnen, wo ich da auch noch ein bisschen die Tiefen abgedunkelt habe. Das ist eine minimale Veränderung, die man vielleicht hier jetzt gar nicht so sehr braucht. Da war die letzte Ebene. Deswegen lasse ich sie jetzt erstmal raus. Ich möchte euch noch einen weiteren Haupteffekt zeigen im Bild, der sehr spannend war. Und den zeige ich euch jetzt ein bisschen professioneller, wie ich ihn hier gemacht habe. Der erste Schritt, der bleibt erstmal, dass man alle Ebenen zusammenfasst. Also man reduziert nicht nach unten, sondern nach oben. Und das geht mit dem Tastenkürzel Shift-Alt-Command-E oder Shift-Alt-Steuerung-E. Wer lieber übers Menü geht, wählt Ebene. Nee, der wählt Auswahl, alles auswählen. Bearbeiten, auf eine Ebene reduziert kopieren und bearbeiten, einfügen. Ja, etwas kompliziert. Also ich bin ja kein Fan von vielen Shortcuts, aber der Shortcut Shift-Alt-Command-E oder eben Shift-Alt-Steuerung-E, der ist wirklich gut und den nutze ich dann ja doch schon relativ häufig. Ich nenne dieses Bild jetzt mal Glow, weil ich dem Bild eine Art Glow geben will, ein Glühen, eine Weichheit. Und da ich jetzt gleich einen Filter anwende und diesen Filter auch noch nachträglich korrigieren möchte, wandle ich diese Ebene in ein Smart-Objekt um, über Filter, für Smart-Filter konvertieren. Und jetzt nehme einfach mal einen Weichzeichnungsfilter, den Gaußschen Weichzeichner, und wähle mal irgendeinen Wert, 50 Pixel. Jetzt ist die Aufnahme ja total unscharf. Jetzt kann ich aber sowohl den Filter als auch die Ebene in eine Füllmethode bringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Filter hier in eine Füllmethode bringen will, wie zum Beispiel weiches Licht, dann kann ich das hier über den zeitlichen Dialog machen. Somit brauche ich nicht die komplette Ebene in die Füllmethode weiches Licht bringen. Und jetzt seht ihr schon, was da im Bild passiert. Das sieht sehr spannend aus, sehr mystisch, das Glühen ist da und ja, ein bisschen Zeichnung habe ich in den Tiefen verloren, dann nehme ich jetzt die Deckkraft noch ein klein wenig zurück. Sagen wir mal so auf 50-60%. Ich schaue mal ganz kurz, wie hier die Deckkraft war. Ja, da hatte ich sie auch so auf etwa 50%. Ihr seht, dass jetzt die Tiefen, das Bild ist also sehr dunkel, gerade in den, ja, in den Tiefen, in den Schwarzwerten. Wenn ich das nicht möchte, kann ich mir hier noch eine Tonwertkorrektur anlegen und kann dieser Tonwertkorrektur sagen, dass sie sich auch nur auf das direkt darunter liegende Pixelbild anwendet. Und das mache ich mit diesem Symbol oder mit einem Rechtsklick, indem ich dann wähle Schnittmaske erstellen und jetzt kann ich problemlos hier so ein klein wenig die Tiefen von diesem, nur von diesem Glow-Effekt ein klein wenig aufhellen. Ja, und jetzt können wir auch hier noch die Deckkraft von der Tonwertkorrektur oder nochmal von dem Glow ein bisschen verändern. Und das war eigentlich schon so die Hauptbearbeitung. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz. So kam es aus der Kamera, dann die RAW-Konvertierung, der Nebel, das Abdunkeln, die Verlaufsumsetzung. Und hier haben wir den Glow mit einer leichten Aufhellung. Ja, und dann ist das Bild eigentlich soweit im Kasten. Wie gesagt, man kann da auch gerne noch mehr machen. Das ist überhaupt kein Problem. Man kann auch viele andere Wege wählen, wie zum Beispiel hier eine graue Ebene, bei der Verlaufsumsetzung vielleicht eine andere Einstellungsebene. Das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt hier in dem Video, da das Wichtigste war einfach nur mal, dass ihr seht, welche Wege ich so gegangen bin und wie einfach es ist, aus einem, ja, also ich finde es eigentlich schon ein ganz gutes, interessantes Bild, ein noch spannenderes Bild zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Film möchte ich euch zeigen, wie man ein Silhouettenbild erstellt. Ich blende euch das mal ganz kurz ein, damit ihr seht, wovon ich spreche. Ja, man sieht eigentlich nur die Konturen, der Rest ist quasi farblos und das Bild lebt von starken Kontrasten, also eigentlich nur hell und dunkel. Und wie man solche Silhouettenbilder erstellt, das möchte ich euch jetzt zeigen. Und dazu werde ich als
am besten mal ein Bild machen vom Gabor, nämlich der hat schon die Position eingenommen. Gabor, stell dich vielleicht mal erst noch mal ganz kurz hin, genau. Und ich mache jetzt erstmal ein Bild korrekt belichtet, dass ihr sehen könnt, wie das Ganze aussieht, wo der Gabor steht. Also der Gabor steht hier, ja, wir sind noch in Schottland, ganz klar. Wenn Location spielt aber keine Rolle. Also viele denken sich ja, ja, sag mir immer, wo die Location ganz genau ist. Ist völlig egal, wo die Location ist. Wichtig ist, dass der Hintergrund verdammt hell ist. Ja, das ist das Wichtigste. Also am besten, entweder habt ihr eine Unterführung, einen Tunnel, wo er quasi im Hintergrund, wo alles sehr hell ist. Oder hier haben wir jetzt die Wolken, ihr könnt eine sehr tiefe Perspektive einnehmen. Und ihr habt es ja gerade am Bild gesehen, dass der Gabor auf einer Mauer steht. Und ich muss jetzt schön von unten nach oben fotografieren. Ganz wichtig ist, dass dieses Bild nicht korrekt belichtet ist. Ich gehe jetzt von der Belichtungskorrektur ins Minus, also ich will das Bild dunkler haben. Ich fotografiere Zeitautomatik, habe hier für mich festgelegt mal Blende 8 und sage jetzt aber der Kamera mit der Belichtungskorrektur, dunkler soll das Bild werden. Ja? Sodass der Himmel eigentlich korrekt belichtet ist und dann wird der Gabor ja total dunkel. Wenn wir ihn nicht ganz dunkel bekommen, kann ich ihn später mit der Bildbearbeitung machen, indem ich einfach den Kontrast hochziehe und dann wird daraus ein schönes Silhouettenbild. Ihr könnt auch einen Bildstil in der Kamera anlegen, wo ihr beim Bildstil den Kontrast ganz nach oben schiebt, dann wird das Bild etwas kontrastreicher dargestellt und ihr bekommt einen schönen Eindruck davon, wie das dann später aussehen kann. So, jetzt machen wir das mal. Genau, Gabor kann ja mal noch weiter filmen. Ich mache jetzt einfach mal so einen Test. Ich muss jetzt ziemlich weit runter gehen, dass wir nur Himmel drauf haben. Genau. Ja, Peace. Die Hand ein bisschen drehen, Gabor, zu mir. Ja, dann sehen wir hier das Zeichen. Und jetzt mache ich mal das Bild. 3, 2, 1. So. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen Silhouette, aber ich belichte mal noch ein bisschen dunkler. Das Problem ist, dass der Hintergrund jetzt, der Himmel, an der Stelle schon relativ dunkel wird. Also ich gehe mal noch ein bisschen tiefer runter. Machen wir nochmal. 3, 2, 1 und go. So. Und jetzt haben wir ein sehr kontrastreiches Bild. Der Gabor ist im Dunklen. Der Hintergrund ist leider auch noch ein bisschen dunkel. Das liegt daran, dass da hinten jetzt gerade dunkle Wolken aufziehen. Vorher war hier der Hintergrund eigentlich fast weiß, also sehr hell. Und da funktioniert es dann besonders gut. Aber wir können das später natürlich noch mit den Kontrasten ein bisschen rausarbeiten. Aber so viel zum fotografischen Part. Ich mache noch mal ganz kurz ein Bild von Gabor. Ganz am Ende noch mal, dass ihr noch mal seht, hier, wie er gerade filmt. Genau, so 3, 2, 1. Wow! Okay, das war's schon und ja, jetzt wisst ihr, wie das entstanden ist. Ja, und da sind wir jetzt auch schon bei der Retusche angekommen und das Silhouettenbild, das ihr jetzt seht, ist nicht von Gabor, das ist von mir gewesen an einem anderen Tag. Also wir haben während dem ganzen Schottland-Trip noch weitere Silhouettenbilder erstellt, das hat uns ziemlich viel Spaß gemacht. Und ja, dieses Silhouettenbild ist so ein bisschen an die Pose von Michael Jordan angespielt, an das Logo. Und wenn man da möchte, kann man ganz am Ende auch noch einen Ball hinmontieren. Aber den lassen wir jetzt mal raus. Also wie sah das Ganze aus? Wie kam es aus der Kamera? So kam es aus der Kamera. Ich habe dann die RAW-Konvertierung durchgeführt und ihr seht, da ist eigentlich schon fast alles erledigt. Noch ein klein wenig Kontrast rein mit einer Tonwertkorrektur. Dann mit einer Retuscheebene so ein paar Sensorflecken noch weg. Ich habe mich ein klein wenig verflüssigt, habe dann noch ein bisschen mit einer Vignette den Blick geführt und wie gesagt, am Ende ja, könnte man noch einen Ball hinzufügen. Ich zeige euch das jetzt nochmal Schritt für Schritt, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Und dazu schauen wir uns am besten mal diese RAW-Entwicklung an. Wir können ja nochmal ganz kurz hier auf den vorletzten Dialog gehen und uns dann alle Einstellungen ausblenden. Also so kam das Bild aus der Kamera. Ihr seht, da sind auch noch Säulen mit drauf. Diese Säulen, die sind später schwarz. Die wollte ich quasi so rechts und links als natürlichen Rahmen haben. Aber naja, kein spektakuläres Ausgangsmaterial, aber ein sehr gutes Ausgangsmaterial für diesen Effekt. Also sehr gut geeignet. Blenden wir uns das Ganze mal wieder ein und ich setze mal die ganzen Einstellungen zurück und gehe jetzt mal mit euch hier die RAW-Konvertierung durch, dass man dieses Bild auch so dunkel bekommt. Also quasi reduziert auf die Kontraste. Und da sind wir schon beim ersten Stichwort, Kontraste, der muss natürlich voll hoch, das heißt, die dunklen Bildpixel müssen dunkler werden, die hellen heller und dann kommen wir schon ein bisschen hin in dieses, ja, diesen Silhouetteneffekt. Wir haben hier noch ein bisschen zu viel Zeichnung am Arm
Und wir verlieren jetzt natürlich auch ein bisschen Zeichnung im Himmel. Das möchte ich eigentlich nicht. Deswegen schütze ich hier mal meine Lichter und gehe mit der Belichtung noch ein klein wenig runter. Ich wollte also in dem Fall wirklich auch noch Himmel drauf haben. So sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Und jetzt können wir hier natürlich auch noch nur die schwarzen Bildpixel abdunkeln, also die Tiefen, indem wir mit dem Regler nach links gehen. Und dann haben wir nochmal einen Schwarzregler, den wir auch nochmal nach links schieben können. Und dann seht ihr, ist eigentlich schon fast alles erledigt. Wir können den Weißabgleich noch ein bisschen ins Bläuliche ziehen und die Dynamik ein bisschen nach oben ziehen. Dann wird es ein bisschen kräftiger, gesättigter, naja, fast schon ein klein wenig kitschiger. In einem Bereich, da haben wir leider noch ein bisschen Zeichnung drin, und zwar in meinem Arm. Und da gibt es einen coolen Trick, was ihr machen könnt. Und zwar geht ihr in den HSL-Graustufenmodus, das ist dieser vierte Dialog von oben. Und dort habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Farbtöne erst einmal zu entsättigen. Und das mache ich jetzt mal mit den Rot- und mit den Orangetönen. Und dann passt das Ganze hier schon ein bisschen besser. Aber ihr könnt auch die Luminanz, die Helligkeit der Rottöne und der Orangetöne reduzieren. Und dann seht ihr, sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Also wenn wir da später noch mit Photoshop den Kontrast ein bisschen anheben, dann fällt das am Arm nicht mehr auf. Ja, und das war eigentlich im Großen und Ganzen die RAW-Konvertierung. Ich spreche mal das Ganze ab, wir haben es ja hier schon gemacht. Die Konturen waren mir an der Seite noch ein bisschen zu scharf hier, deswegen habe ich sie noch ein bisschen weich gezeichnet. Und ihr seht schon, ich habe den Gaußschen Weichzeichner verwendet mit einem Radius von einem Pixel. Ja, den sieht man eigentlich kaum. Die Konturen sind einfach nicht ganz so scharf. Also, aber reine Geschmackssache. Also ich habe schon viele Silhouettenbilder gesehen, wo die Konturen sehr scharf waren, was auch gut ausgesehen hat. Wie gesagt, reine Geschmackssache. Ja, Kontrast können wir hier noch ein bisschen dazugeben. Dazu könnte man uns jetzt einfach diese Ebene, die kann man sich duplizieren und dann die Füllmethode zum Beispiel auf weiches Licht setzen. Wenn man das macht, hat man aber direkt eine doppelte Dateigröße, weil man ja alle Pixel dupliziert. Das geht einfacher, wenn man sich eine beliebige Einstellungsebene nimmt, vielleicht eine Tonwertkorrektur, und ohne dass man die Tonwertkorrektur verändert, einfach mal auf die Füllmethode weiches Licht oder ineinander kopieren bringt. Und dann hat man auch schon einen sehr, sehr starken Kontrast im Bild. Und das Ganze sieht noch ein bisschen kerniger, ein bisschen kontrastreicher aus. Ja, und das habe ich hier auch gemacht. Man kann da natürlich noch gerne hier ein klein wenig an den Reglern experimentieren, um es dann noch heller oder dunkler zu machen. Das habe ich aber in dem Fall jetzt nicht mehr für nötig gehalten. Ein paar Sensorflecken waren bei mir noch im Bild und die habe ich dann mit einer leeren Ebene retuschiert. Also die könnt ihr euch hier unten anlegen. Ich nenne das jetzt einfach mal Retusche. Und dann gehen wir jetzt mal auf so einen Sensorfleck. Und wenn ihr auf einer leeren Ebene reduzieren wollt, dann könnt ihr jetzt zum Beispiel den Reparaturpinsel wählen. Und das Wichtigste ist, dass ihr beim Aufnahmebereich hier oben nicht nur die aktuelle Ebene wählt, denn die ist ja leer, sondern die aktive oder die aktuelle und die darunterliegenden. Und dann könnt ihr auch problemlos auf einer leeren Ebene reduzieren. Das kostet nicht ganz so viel Speicher und ist in manchen Fällen vielleicht ein klein wenig bequemer. Ja, dann habe ich das Bild zusammengefasst. Das liegt ganz einfach daran, dass meine Klamotten hier nicht so gefallen sind, wie ich es gerne gehabt hätte. Das heißt, ich habe mit Shift-Alt-Command-E die ganzen Ebenen zusammengefügt und bin dann in den verflüssigen Filter gegangen. Das mache ich jetzt hier mal und habe dann diese Kleidungsstücke, die hier nicht so, also es ist definitiv nicht mein Bauch, da braucht jetzt keiner denken, irgendwie ich habe wieder zugenommen. Es sind zu 100% die Klamotten, die hier nicht so gut angelegt sind, und deswegen ja, kann man hier so ein bisschen korrigieren, den Hintern noch ein bisschen rein, und ja, das habe ich quasi auf der verflüssigen Ebene gemacht. Ich sehe gerade, auch hier haben wir noch so einen kleinen Bereich, den man noch entfernen könnte, der so ein bisschen stört. Den könnte man jetzt hier quasi auf der verflüssigen Ebene auch noch ein klein wenig retuschieren, indem man vielleicht den Kopierstempel nimmt, die Kante ein bisschen härter setzt und dann kann man hier noch so ein bisschen drüber stempeln. Ich glaube nicht, dass es später noch auffällt. So in etwa. Gut, das war eigentlich schon mal das Wesentliche. Jetzt wird der Blick des Betrachters noch ein klein wenig geführt.
mit einer Vignette und mit einer Aufhellung. Die mache ich hier auch nochmal ganz kurz. Ich mache mal die ganz schnelle Variante. Ich erstelle mir eine Auswahl, gebe dieser Auswahl eine ganz weiche Kante, ja, in etwa 400 bis 500 Pixel. Wenn ihr ältere Versionen habt, könnt ihr maximal bis 250 Pixel gehen. Dann macht ihr das Ganze einfach zweimal, dann ist sie doppelt so weich. Und jetzt kann ich hier den inneren Bereich ein klein wenig aufhellen. Und wenn ich mir die gleiche Auswahl nochmal lade, mit gedrückter Steuerungstaste klicke ich hier auf diese Auswahl oder einfach mit einem Rechtsklick und sage dann Maske zur Auswahl hinzufügen. Dann kann ich die Auswahl umkehren und kann mir dafür dann nochmal eine Einstellungsebene machen. Hier bei den Korrekturen sind wir und diesmal ist es dann eine Abdunklung. Hier habe ich noch zwei Tipps für euch. Ich lösche diese zwei Einstellungsebenen mal, denn manchmal, das kann jetzt natürlich auch ein bisschen an der Screen, an diesem Desktop-Recording liegen, da entstehen solche Bandings, solche Tonwertabrisse. Ich habe jetzt hier auf meinem Bildschirm keine mehr drauf, manchmal entstehen die und da will ich euch mal einen Trick zeigen. Wenn ihr mit gedrückter Alt-Taste auf die Maske klickt und ganz nah ranzoomt, dann seht ihr die Maske hier. Und ihr seht jetzt, also wie gesagt, vielleicht liegt es am Desktop-Recording, ich habe jetzt hier keine Tonwertabrisse mehr. Das liegt daran, dass ich auf diese Maske ein leichtes Rauschen hinzugefügt habe, von etwa 1 bis 2 Pixel. Und dadurch sieht man diese Tonwertabrisse nicht mehr. Und das hilft oft, um diese eben zu vermeiden. Wenn ihr sie jetzt dennoch habt, dann liegt es wirklich vielleicht an der Bildschirmdarstellung. Auf einem Print wären die dann nicht mehr zu sehen. Und das mache ich generell bei solchen Abdunklungen oder Aufhellungen, bei Vignetten, weil da gerne mal diese Tonwertabrisse entstehen. Und da füge ich dann einfach ein kleines Rauschen auf die Maske. Und dann ist das auch schon erledigt. Ja, und den Ball, ja mein Gott, wenn ihr ihn haben wollt, da habe ich mir einfach eine leere Ebene erstellt, habe dann bei gedrückter Shift- und Alt-Taste einen Kreis quasi aus der Mitte aufgezogen, habe den quasi hier so hinplatziert und habe dann einfach gesagt, bearbeiten, Fläche füllen und dann nehmen wir einfach mal eine schwarze Farbe. Ja, der Ball ist jetzt vielleicht sogar ein bisschen groß geworden. Wir nehmen einen anderen Ball, der ist etwas kleiner und dann wäre das Logo auch schon fertig. Ja, ihr seht, es ist ganz, ganz einfach. Solche Silhouettenbilder finde ich ganz spannend. Gerade dann, wenn es vielleicht auch um die Erstellung von einem Logo geht oder wenn es um Design geht, da könnt ihr schon mal sehr, sehr kreativ werden. Und da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Hallo! ja, wir sind in luftiger Höhe und zeigen euch jetzt mal, wie man Bewegungen einfriert. Eigentlich was total Grundlegendes, aber mich haben eben viele schon gefragt, weil ich solche Bilder gern mache. Es kann sein, dass jetzt der Wind ein klein wenig geht, weil wir sind hier wirklich in 5.500 Meter Höhe. Die Luft wird schon dünn. Ich kann kaum atmen, ohne Sauerstoffgeräte und dann auch noch Sprungbilder. Ich mache jetzt als erstes mal ein normales Bild ohne Sprungbild, dass ihr seht die Kameraeinstellungen, wobei die gar nicht so wichtig sind. Wichtig ist, dass man eine kurze Verschlusszeit hat, okay? Und dazu, ich fotografiere auf Zeitautomatik, gehe ich mal mit der ISO auf 400, Blende 1,8 und dann errechnet er mir eine Belichtungszeit von einem 4000stel. Ich habe jetzt gerade mal ein Bild von Gabor gemacht und ja, dann passt es. Und da kann man springen, was immer man auch will, es wird eingefroren. Ich bin mit der Belichtungskorrektur eine Blende im Plus, einfach weil der Hintergrund heller ist. Ich mache nochmal ganz kurz einen Testschuss. Gabor, kannst du mal springen? 1, 2, 3. Ja. Hey, das klappt sogar. Okay, jetzt wechsle ich mal mit Gabor ganz kurz die Perspektive. Meine Kamera lasse ich da, denn das eigentliche Schwierige bei den Bildern ist der Sprung. Und als ehemaliger Basketballprofi zeige ich euch jetzt mal, wie man vernünftig springt. Und ich hoffe, der Wind macht uns keinen Strich durch die Rechnung. Wichtig ist, dass ihr entspannt springt, ja? Fußspitzen nach oben in der Luft, sonst sieht es nach einem Sprung aus. Und irgendeine übernatürliche Pose, wie zum Beispiel die hier. Und dann springt ihr einfach wie folgt. Ich mache das mal. 1, 2, 3. So, und das friert man ein. Und im richtigen Moment abdrücken. Oder wie vielleicht so eine Pose hier. Oder mein Mikro ist noch dran. Oder vielleicht so hier. Ja? Wichtig ist, dass die Füße immer oben sind und nach Möglichkeit immer hochspringen. Ja? So. Und einen ganz entspannten Eindruck. Wenn ihr Haare habt, lange Haare, macht die irgendwie fest, dass sie nicht nach oben fliegen. Auch Kragen. So
sodass alles relativ normal aussieht. Ne? Hemd schön angelegt, dass euch da eben nichts verrät. Und dann sieht es auch gut aus. Ich blende euch mal ein Bild ein, das wir vorhin gemacht haben. Das seht ihr jetzt. Das ist mein Sprungbild, mein finales. Und ja, ich denke, solche Bilder lohnen sich. Wichtig ist, dass ihr einfach mal ein bisschen ausprobiert, im richtigen Moment abdrückt. Und ja, ihr müsst es nicht in so einer Location hier machen. Ihr könnt es überall machen. Im Garten, egal wo. Kinder springen lassen, wilde Posen einnehmen, Salto, auf die Nase fallen, also so irgendwie im Bauch nur nach oben springen, dass ihr waagrecht in der Luft seid, da geht einiges. Oder einfach sich auf den Bauch fallen lassen, im richtigen Moment abdrücken. Dadurch, dass es eingefroren wird, sieht es immer geil aus. Und wir haben das in sehr luftiger Höhe gemacht. Und dass ihr mal seht, was für einen Weg wir für euch in Kauf genommen haben. Kommt mal mit. Oh, guck mal, da sieht man unser Auto, Gabor. Da zoomt der Gabor jetzt mal hin. Ganz da unten ist unser rotes Auto. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Wo sind wir? Oh, ganz da unten. So einen weiten Weg sind wir gerade hier hochgelaufen. Ja, 8 Stunden sind wir hier hoch. Hatten klettern müssen, gegen Wildgänse kämpfen, gegen so Zombie-Bergziegen. Und irgendwann waren wir dann hier oben. Sauerstoffgeräte haben wir gerade zur Seite abgelegt. Aber die Aussicht ist wunderbar. Und mit dieser Aussicht verabschieden wir uns zumindest mal von diesem Video. So, wir sind am nächsten Set angekommen. Wir werden hier jetzt Möwen fotografieren. Der Ton ist jetzt nicht perfekt, weil wir müssen jetzt beide so ein bisschen auf dem Bild sein. Der Gabor zeigt jetzt erstmal, wie man die anlockt. Gabor, vielleicht erstmal ganz kurz so mit Pommes, freie Hand. Also viel muss man nicht machen beim Anlocken. Einfach. Weil die greifen eh schon an. Am besten so. Die Augen zukneifen. Und zack. Da kommt noch mehr. So, und das mache ich jetzt auch mal. Das heißt, Gabor, jetzt müssen wir nur aufpassen mit dem Essen, dass die uns jetzt nicht klauen. Warte, ich hol mal so ein Lock-Ding da raus. Alles zu groß. Ey, Alter, das ist voll klein. Guck mal, da ist er schon. Wollen wir jetzt mal erstmal weitwinklig. Ey, die sind riesig, gell? Die sieht jetzt vielleicht auf dem Video klein aus. Warte mal, aber ich ändere die Position. Achtung, hinter. Guck mal, da kommt da schon angewatscht, der Riese. Warte. Oh, ich hab Schiss. Ich hab's auch gemacht. Ja, aber meiner ist kürzer. Also. Oh, ich hab ihn nicht drauf. Alter. Hier, nimm noch eine Pommes. Warte, ich blende euch mal ein Bild ein, Leute. Guckt euch das Bild mal an. Kurz vorm Angriff. Ist das nicht ein geiles Bild? Übel. Guckt euch mal einen Blick an, Alter, wie der guckt. Warte, ich probiere nochmal. Ich hab jetzt einen. Einmal probieren wir noch. Warte. Ich hab so Angst, gell? Ich hab Schiss, dass sie meine Hand erwischen. Da kommt er. Oh. Guck mal, wie ich schon pack, am äußersten Zipfel. Guck mal, pack ich schon. Hör auf! Hey. Komm her. Hey. Ja. Da kommt er wieder. Der war auch gut, der Schuss. Aber ich muss echt sagen, ich habe Angst hier. Weil ich glaube, wenn die den Finger richtig erwischen, ist der ab. Ist jetzt kein Haifisch oder so, aber das sind ja Möwen, die sind ja gut trainiert. Die werden hier den ganzen Tag gefüttert mit allem Möglichen. Und ich denke, die Kiefermuskulatur ist echt ausgeprägt. Komm mal her, Buddy. Komm mal her. Ich kommuniziere jetzt mal mit denen. Komm mal her. Hier ist mein Finger. Ich habe Schiss, dass einer von... Oh, wir machen noch einen. Aber das machen wir es anders da. Ich hol mir die Schärfe vorher. Warte mal. Greif zu, Buddy. Ja, hol dir. Nein, ich hab die Schärfe nicht. Scheiße. Der hat's gehört, dass ich die Schärfe nicht hab. Die ISO gehe ich jetzt mal hoch hier auf 1000, Blende 2,8 und da gibt er mir eine Belichtungszeit von einem 6000stel oder so. Und ich glaube, das brauchen wir hier schon. Ich mache mal ISO 800, das müsste auch lang. Dass ich halt den ganzen Flügelschlag und alles festhalten kann. Immer, Johnny, wie er schon wartet, der Johnny. Komm mal. Perspektive finden.
Schärfe nehmen. Oh, Scheiße. Oh. Was lacht denn der so? Da gibt's gar nichts zu lachen, Freund. Das hätte ja auch passieren können. Warte nochmal. Jetzt habe ich die Schärfe. Ich warte nur. Johnny kommt. Hopp. Oh, hopp. Ich beweg mich nicht. Du musst schon holen. Oh. Hol doch. So. Wenn du es nicht holst, holst dein Kumpel. Jetzt hol's doch. Jetzt. Ich geh noch ein bisschen weiter zurück. Okay, dann nehme ich es wieder weg. Warte, der andere holt sich's. Der andere. Ich kriege ihn nicht drauf. Der erste war der Beste. Also der vorhin, wo der so angegriffen hat. Ich glaube, das war der Beste. Okay, Leute. Möwenfotografie. Vielleicht machen wir jetzt noch ein paar Bilder. Jetzt erst filme ich. Scheiße. Nein. Ich habe die ganze Zeit gefilmt. Wir sind hier gerade am Hafen. Und der Gabor zeigt euch jetzt mal, wie eine Möwe aus der Hand frisst. Ich habe keine Ahnung, ob das mit der Schärfe klappt. Mach mal, Gabor, halt mal raus. Hier, für euch. Bitte. Ich habe schon nichts mehr. Meine ganzen Pommes sind weg. Ich habe nur noch Fisch. Aber den will ich nicht hergeben. Also Leute, hier habe ich übrigens das Bild eben gerade gemacht. Ich blende es euch gerade mal ganz kurz ein. Also wir konnten leider jetzt nicht so schnell filmen. Wir haben keine Mikro jetzt. Warte mal, da kommt noch einer. Ich gebe den, der sieht nämlich nicht so gut aus. Oh, guck dir mal den Schnabel an. Oh, Alter. Der ist voll mutiert. Okay. Hier kriegt man echt Angst, bei so vielen Möwen hier drumherum. Also hier jetzt habe ich ein schönes Licht, Gabo. Jetzt kannst du nochmal... Ja. Aber dann muss ich auch mal essen, weil sie haben ja alles weggefuttert. Also hier. Mehr zu mir in die Kamera. Mehr zu mir, hier. Ja, das ist gut. So, jetzt. Ist ein ganz kurzes, das ist die Mutprobe. Ich habe nur keine langen Pommes mehr. Oh, jetzt kommt er. Macht hin. Hey, ihr beißt mich. Ich flipp aus. Dann kriege ich so ein... Jetzt kommt er. Virus oder irgendwas. Hopp, schnapp zu, Vogel. Hepatitis oder... Komm. Du musst ein bisschen wackeln so, dann komm da. Pommes, frische Pommes. Und du musst mit denen reden, kommunizieren. Pommes, Fish and Chips hier, frisch vom Deutschen. Ja, yeah, we are from German. Fresh Potato, German. Hot Fresh Potato aus der Fritteuse. Warte, ich geh weiter weg. Jetzt. Come on. Ja, okay. So, dann sind wir jetzt bei der Retusche und ja, zuerst wollte ich die Retusche rauslassen, weil eigentlich so gut wie nichts retuschiert wurde, aber dann hätten mich viele gefragt, ey Kelvin, da wurde doch bestimmt was retuschiert und was wurde gemacht und mit welchen Kameraeinstellungen hast du fotografiert? Das kam vielleicht nicht so deutlich rüber im Video, deswegen habe ich mir gedacht, ich werde euch nochmal zwei Bilder ganz kurz öffnen. Zum einen dieses Bild und dann das letzte von Gabor, was ich noch fotografiert hatte. Und das seht ihr, das ist hier jetzt zum Beispiel relativ unbearbeitet. Wir gehen mal ganz kurz in die RAW-Einstellungen rein. Ich habe dieses Bild davor gemacht mit einem anderen Objektiv, also nicht mit dem Fisheye, sondern mit einer Festbrennweite 85 mm. Ihr seht es hier, Blende 1.8, ISO 200. Und es gab eine Belichtungszeit von einem 3000stel und das ist natürlich super einfach, da Bewegungen einzufrieren. Und ihr seht es auch schon, was ich gemacht habe. Eigentlich bin ich mit der Belichtung ein klein wenig runter, mit den Lichtern ein bisschen runter, mit den Tiefen ein bisschen hoch. Naja, eigentlich hätte man es so auch lassen können. Ich wollte einfach ein bisschen mehr Zeichnung haben. Deswegen bin ich hier mit den Lichtern ein klein wenig runtergegangen und mit den Tiefen ein klein wenig hoch. Und das war eigentlich schon die Bearbeitung. Also ja, nichts Spektakuläres. Es war halt einfach nur das Glück, im richtigen Moment abzudrücken. Und natürlich habe ich hier auch ein paar Versuche gebraucht. Ich glaube, 3 oder 4 waren es schon. Also ich bin relativ schnell zum Ergebnis gekommen. Beim zweiten Bild, das mir absolut geil gefällt,
ist natürlich auch so mehr oder weniger ein bisschen ein Glücksschuss gewesen. Ich glaube, das war auch so der zweite oder dritte Versuch. Ja, wie sieht das Ganze unbearbeitet aus? So eigentlich. Also da ist nicht viel gemacht. Hier bin ich auch in RAW ein bisschen mit der Belichtung runter, Tiefen ein bisschen hoch. Und dann kommt das eigentlich schon so aus der Kamera. Ich werde euch mal ganz kurz das Original zeigen, sonst glaubt man es mir ja wieder wahrscheinlich nicht. Deswegen gehe ich jetzt mal ganz kurz hier runter. Hier müssen wir mal schauen, ich habe es mir irgendwo markiert. Das hier ist die RAW-Datei, ja. Ich gehe nochmal ganz kurz hier, seht ihr nochmal die Einstellung. Also ihr seht, es ist immer ähnlich. Ja, die Lichter ein bisschen runter, die Belichtung ein bisschen dunkler und die Tiefen dann hoch. Ja, und keine große Bearbeitung. Und in Photoshop habe ich dann einfach nur nochmal ein bisschen eine Vignette hinzugefügt. Das habt ihr ja schon in anderen Videos gesehen. Genauso wie diesen Clarity-Filter von Topaz. Der ist hier gar nicht notwendig. Ihr seht, es sieht eigentlich auch so schon geil aus. Aber wenn man dann noch ein bisschen mehr Details will, dann kann man hier den Clarity noch dazu nehmen. Das würde auch mit dem anderen Filter, vielleicht sogar auch mit tiefen Lichter, denn der ist hier wirklich dezent eingesetzt. Da habe ich die Ebenen zusammengefasst, also der ist ganz, ganz reduziert. Ja, aber es trägt natürlich so ein bisschen zum Bild bei, aber überwiegend ist es eigentlich die RAW-Konvertierung. Das Wetter spielt natürlich noch eine ganz große Rolle. Wäre der Himmel im Hintergrund nicht so düster gewesen und dieses weiche Licht von vorne, dann wäre das Bild niemals so schön aus der Kamera gekommen. Und wenn man dann noch so ein bisschen eine Vignette hinzufügt, dann hat man da eigentlich schon mal ein geiles Bild. Genau, und dann noch mit ein bisschen Details hier. Ja, und das war es eigentlich schon in der Bildbearbeitung. Hier sind sogar irgendwo noch bestimmt ein paar Sensorflecken, die ich reduzieren muss. Vielleicht werde ich dieses Bild auch irgendwann mal noch ein bisschen aufwendiger reduzieren. Dodge and Burn hier auf dem Johnny. Und also so habe ich die Vögel irgendwie genannt. Ja, aber ihr seht es, relativ einfach, relativ unspektakulär. Also Wetter ist hier viel wichtiger, dann natürlich auch mehrere Versuche und bei dem Bild natürlich so ein bisschen dieses Weitwinklige von diesem Fisheye, 15 mm Sigma war es. Genau, und dann ist das Bild eigentlich im Kasten und ich bin sehr froh über diesen Glücksschuss. Hi Leute, wir sind jetzt gerade am See Loch Ness. Wir warten auf Nessie, aber... Ja, das Monster ist nicht da, aber dafür lauter kleine Monster, kleine Fliegen. Naja, der See Loch Ness ist nicht sonderlich spektakulär. Ja, das haben auch schon viele im Internet geschrieben. Dennoch möchte ich eine Erinnerung haben und mache eine Langzeitbelichtung. Ich habe meine Kamera jetzt schon aufgebaut. Ich habe ein 15 mm Fischei drauf. Bei der Belichtungszeit bin ich jetzt bei 8 Sekunden und einer Blende 11. Ja, und jetzt lösen wir einfach mal aus. Die Kamera ist sehr tief auf Stativ, sodass das Wasser mit drauf ist, bei 8 Sekunden Belichtungszeit. Das Wasser ist gerade etwas unruhig, es bewegt sich, aber später wird es ganz weich sein. Jetzt schauen wir mal. Und es sieht schon ganz gut aus. Ich gehe noch ein bisschen runter von der Belichtungszeit. Jetzt müssen wir mal schauen hier. Wir gehen mal auf, ja, Blende 11 lassen wir. Wir gehen mal auf 6 Sekunden, dass noch ein bisschen dunkler wird das Bild. Wieder Selbstauslöser, 2 Sekunden. Ich hoffe, man hört mich hier gut. Wenn im Hintergrund etwas plätschert, ist nicht die Toilette, das ist das Wasser hier. Wie gesagt, es ist sehr unruhig. So, und das sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Und ja, das Wasser eben schön weich alles, weil es eben eine längere Belichtungszeit ist. Und naja, es ist mehr so eine Erinnerung, das Foto. Also jetzt nicht die spektakulärste Location, aber das hat man uns ja gesagt, dass ja, Loch Ness nicht so spannend ist. Vielleicht machen wir später noch im Hintergrund so ein paar Hubbel rein und dann könnte man denken, es wäre das Loch Ness Monster. Okay, wir wollen es trotzdem mal ganz kurz hier festhalten, dass ihr es mal gesehen habt. Die Erinnerung hier wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und jetzt hauen wir ab von diesen ganzen anderen Monster. Dann gehen wir doch jetzt auch mal bei dieser Aufnahme an die Retusche. Und ich will euch Schritt für Schritt zeigen, wie ich quasi zu diesem finalen Bild jetzt gekommen bin. Ihr seht, es hat sich farblich etwas getan. Ich bin ein bisschen mutiger gewesen in der Retusche und das ist auch quasi so der Schwerpunkt von diesem Video. Manchmal einfach etwas mutiger sein und dann kommt man auf schöne Farbigkeiten, wie zum Beispiel hier, die sich von den gängigen Nachtaufnahmen so ein klein wenig unterscheiden. Also so kam es aus der Kamera. Und dann sieht es so nach der RAW-Konvertierung aus. Einfach etwas wärmer.
Ich habe dann eine leichte Vignette hinzugefügt, ein klein wenig Tiefe dem Bild gegeben, ein bisschen Nebel hier hinten und dann die Farbigkeit und dann noch etwas mehr Kontrast. Und das zeige ich euch jetzt nochmal Schritt für Schritt und wir fangen an bei der RAW-Konvertierung. Die will ich nochmal mit euch machen. Das ist ja nochmal ein ganz wichtiger Bestandteil. Und hier seht ihr schon meine Regler. Ich werde mal das Ganze zurücksetzen, wie es vorher war. Ihr seht, es war eigentlich nur die Farbtemperatur und der Farbton, der hier eine ganz große Rolle spielt. Aber wie gesagt, das setzen wir jetzt nochmal zurück und machen das nochmal zusammen. So kam es aus der Kamera. Und was ich eigentlich generell mache, ist, dass ich ein bisschen mehr Zeichnung versuche, in die Lichter zu bringen. Ein bisschen mehr Zeichnung in die Tiefen, damit es so ein bisschen etwas mehr HDR wird. Da kann man dann auch ein bisschen mit der Belichtung noch experimentieren, beziehungsweise mit dem Kontrast. Ja, und bei der Aufnahme, ich wollte es etwas besonders haben. Und dieses Blau, naja, das ist etwas, was man ständig sieht. Und da habe ich einfach mit der Farbtemperatur mal etwas extremer herumgespielt und kam dann schon auf verschiedene Farbigkeiten. Und eigentlich kann man das auch schon in RAW machen. Ich habe das dann später zwar mit einer Füllebene in Photoshop gemacht, aber man käme auch hier sehr gut hin. Und ihr seht schon, die Farbtemperatur auf diesen Wert zu stellen, ist vielleicht nicht unbedingt normal, die Regler bis zum Anschlag zu bringen. Aber mir hat es nun mal gefallen. Mit dem Farbton bin ich allerdings etwas entspannter rangegangen. Ich glaube, der war dann irgendwo bei 30. Ja, und dann hatte das Bild schon mal so ein, ja, ein gutes Ausgangsmaterial. Und wie gesagt, die Farbigkeit hätte man hier auch mit RAW noch erreichen können. Man hätte hier auch schon eine Vignette machen können. Alles quasi schon so ziemlich fertig in RAW. Ich habe es aber dann aufs Wesentliche reduziert hier in der RAW-Konvertierung. Habe dann versucht, viel in Photoshop zu machen. Und naja, viel ist eigentlich relativ. Es waren ja nur noch 3-4 weitere Ebenen. Für mich ist es in der Durchführung, im Workflow etwas angenehmer, wenn ich all die Veränderungen auf separate Ebenen habe. Wenn ich jetzt alles in dieser RAW-Datei habe, dann sehe ich es nicht auf einen Blick, was ich denn gemacht habe. Deswegen, ich bin also mehr der Photoshopper. Aber ihr könnt es alles auch problemlos in Lightroom machen. Zumindest mal hier 90% davon. Okay, die Vignette, um den Betrachter ein klein wenig zu führen, also einfach hier eine Vignette aufziehen, der Vignette eine weiche Kante geben. Ich nehme da meistens so zwischen 400 und 600 Pixel. Dann habe ich quasi die Auswahl umgekehrt und habe dann einfach hier so die Ränder ein klein wenig abgedunkelt. Und das war dann eigentlich schon die Vignette. Was ich sehr gerne mache bei Gewässerbilder ist, dem ganzen Bild noch etwas mehr Tiefe geben. Dazu lege ich mir meistens eine leere Ebene an und mal dann mit einer weißer Farbe, mit ganz wenig Deckkraft, hier hinten im Horizont so ein bisschen ja, Nebel hinein. Also das einfach nur mit weißer Farbe malen und dadurch bekommt das Bild etwas mehr Tiefe. Es ist keine große Veränderung, eigentlich nur eine sehr dezente Veränderung, die mir aber sehr gut gefällt. Bei der Farbigkeit habe ich hier natürlich etwas experimentiert. Ich habe verschiedene Farbigkeiten probiert. Am liebsten arbeite ich hier mit einer Füllebene, mit einer Farbfläche. Und damit sich diese Farbigkeit auch schön im Bild verrechnet, nehme ich meistens die Füllmethode weiches Licht. Und dann hat man auf diesem Farbfeld die Möglichkeit, wenn man jetzt von links nach rechts geht, eine Farbe hinzuzufügen. Also je mehr man nach rechts geht, umso stärker wird diese Farbe. Und von unten nach oben kann man auch die Helligkeit steuern. Und so klicke ich dann sehr gerne im Bild herum und sehe jetzt zum Beispiel, dass diese Farbe eigentlich auch ganz gut gewesen wäre. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Orange. Man kann das Ganze auch mit Grün, mit Blau probieren. Und ich bin dann in so einen Magenta-Ton reingegangen. Und habe dann quasi so diese Farbigkeit ja, erstellt. Wenn ich dann noch etwas heller gehen will, gehen wir hier noch etwas heller. Und so kann man dann sich auf diesem Farbfeld durchklicken. Und ihr seht schon, das war kein großer Unterschied. Hier ist meine Farbigkeit. Wenn ihr euch die mal merken wollt, könnt ihr euch diese Werte auch rausnotieren. Aber denkt immer dran, dass wenn ihr ein anderes Bild habt, vielleicht auch die Farbigkeit ein klein wenig anders sein soll. Ihr seht auch, dass ich hier die Deckkraft etwas reduziert habe. Mit 100% sehe das Ganze so aus. Ja, sieht eigentlich auch gut aus. Ich bin da ein bisschen runtergegangen auf knapp 80%. Und dann hat mir natürlich noch so ein bisschen der Kontrast im Bild gefehlt. Und hier kann man wunderbar mit einer Einstellungsebene Dynamik arbeiten. Die sitzt ja nur auf 10%. So sieht das Ganze bei 100% aus. Ich habe die auf 10% gesetzt. Bei einer Dynamik-Einstellungsebene, wir machen das nochmal ganz kurz, kann man jetzt die Sättigung im Bild verstärken und die Dynamik.
wenn man die Dynamik verstärkt, dann verstärkt man im Schwerpunkt nur die weniger gesättigten Farben. Stark gesättigte Farben werden geschützt. Das ist der Unterschied zur Sättigung. Das Tolle ist bei dieser Einstellungsebene, man kann beide Regler nach oben schieben und es hält sich eigentlich noch in Grenzen. Ja, wenn man das jetzt beim Sättigungsregler machen würde, bei der Einstellungsebene Farbton und Sättigung, dann würde das richtig schlimm aussehen. Ich meine, das hier sieht jetzt auch nicht toll aus, aber es hält sich noch in Grenzen. Und ich bin dann einer, der eigentlich nur mit dieser Dynamik arbeitet. Die habe ich hier so auf etwa 90% gesetzt. Und wenn ich dann gleichzeitig auch noch mehr Kontrast im Bild haben will, setze ich hier einfach die Füllmethode auf weiches Licht. Und dann habe ich hier noch die Deckkraft etwas reduziert, sodass dann klein wenig mehr Kontrast drin war. Ja, und auch hier hätte man eigentlich fast alles in einem Schritt erledigen können. Ich habe dann noch eine Verlaufsumsetzung ins Bild gebracht und die ist für viele von euch vielleicht sehr, sehr interessant. Und zwar bei einer Verlaufsumsetzung hat man die Möglichkeit, die Tiefen einzufärben und die Lichter. Ich erstelle die einfach nochmal. Hier ist die Verlaufsumsetzung. Und wenn man die erstmal blank anwendet, dann seht ihr schon, dass der linke Teil wendet sich auf die Tiefen an. Die werden jetzt in dem Fall weiß eingefärbt und der rechte Teil geht dann so auf die hellen Bildpixel und die werden dann schwarz eingefärbt. Und das ist die Verlaufsumsetzung. Und wenn man die dann in eine Füllmethode bringt, wie zum Beispiel weiches Licht, dann kann man hier verschiedene Effekte erzielen. Man kann das Ganze auch einfach umkehren. Dann wird es zum Beispiel etwas kontrastreicher. Und wenn man dann hier so ein klein wenig mit diesen ganzen Farbigkeiten spielt, dann kommt man da schon zu tollen Ergebnissen. Und ich habe mir dann eine Verlaufsumsetzung, da habe ich natürlich dann etwas experimentiert, gewählt. Die seht ihr schon. Da werden die Tiefen in diesem Magenta eingefärbt und die Lichter in diesem Orangeton. Also ihr seht, da gibt es auch einen Preset dafür, Violett, Orange. Ich habe den Verlauf nicht umgekehrt, sonst sieht es etwas komisch aus. Also das ist ganz normal angewandt und dann die Deckkraft etwas runter auf knapp 60% in der Füllmethode weiches Licht. Und dann hat man hier so einen schönen Effekt und dann war man eigentlich auch schon, oder dann war ich eigentlich schon durch mit der Retusche. Also generell solltet ihr hier definitiv etwas experimentieren, da ja jeder Geschmack so ein klein wenig verschieden ist. Definitiv solltet ihr die Verlaufsumsetzung ausprobieren in der Filmmethode weiches Licht. Da kann man wirklich schöne Effekte erzielen, gerade in der Landschaftsfotografie. Einige von euch haben das vielleicht schon von meinem Videotraining Digital Landscape gesehen. Meistens, wenn so Gewässer, Himmel drauf ist, nehme ich sehr gerne diese Verlaufsumsetzung. Ja, einfache Retusche, die kann man machen in 5 Minuten. Wenn man sich ein bisschen mehr Zeit lässt, experimentiert, dann kann es auch mal sein, dass eine Viertelstunde dauert. Aber das ist für mich immer noch eine sehr vertretbare Bildbearbeitungszeit. Und es war mir auch wichtig, dass hier nicht viel bearbeitet wird. Und dann haben wir am Ende ein schönes Bild. Die Vögel zwitschern, wir sind aber mit einem Fisch unterwegs und zwar mit einem Fischei, 15 mm. Liebe Grüße an dieser Stelle an Ralf Mack, der es mir für Schottland ausgeliehen hat und es hat es schon bewährt. Wir haben jetzt schon einige Landschaftsbilder gemacht. Hier konnte ich mich vom Bildausschnitt nicht entscheiden. Ich hätte gern die Ecke drauf bekommen, die und mit 24 mm ist es manchmal ein bisschen schwierig. Deswegen, ich will einen Schuss machen, kein Panorama, 15 mm Fischei. Und damit auch schön alles scharf ist, Blende 8, die Sonne lacht, ja, den Spruch kennt ihr bestimmt. Und ich gehe von der Belichtungszeit, die lasse ich mir errechnen, ja, also Zeitautomatik, Blende 8, ISO 200. Und dann gibt er mir eine Belichtungszeit von einem 60stel etwa, das kann ich noch problemlos halten. ISO 200 ist mir hier wichtig, ich will es also nicht mal annähernd Rauschen haben, vor allen Dingen nicht, weil ich ja später, überall Schnaken, Mücken, vor allen Dingen, weil ich ja später die Tiefen hochziehen will, die Lichter runter, also kein HDR und deswegen gehe ich mit der ISO schön runter auf 200. Und jetzt gehe ich mal ganz ran ans Wasser, um wenig Steine drauf zu haben. Wo waren vorhin diese coole Position, wo ich war? Ja, ich bleibe einfach mal hier, das sollte passen. So, und jetzt schauen wir mal. Oh, wenn ich tiefer gehe, habe ich Steine drauf. Die will ich von der Gestaltung her jetzt mal nicht drauf haben. Deswegen bleibe ich mal in stehender Position. Den Horizont nehme ich auf mittlere Bildebene, also mitten durchs Bild,
weil wir haben schön die Wolken, die sich reflektieren drin und alles. So, 3, 2, 1. Ja, warum zähle ich eigentlich runter? Brauche ich eigentlich nicht. Und ein richtig cooles Bild. Für mich ist jetzt wichtig, da ich ja kein HDR erstelle, dass ich so ein Mittelding nehme. Und da war halt wichtig, dass ich mit der Belichtungskorrektur eine Blende ins Plus gehe. Wenn ich das nicht mache, wird es wahrscheinlich zu dunkel im vorderen Bereich. Die Frage ist, ob ich da noch überall Zeichnung reinbekomme. Also ich gehe mit der Belichtungskorrektur ein bisschen ins Plus, dann wäre der Himmel zwar hell, aber da bekomme ich noch Zeichnung rein. So, 3, 2, 1. Ja, machen wir noch ein paar. Ein bisschen tiefer runter. Ah, die Ecke ist auch geil. So, 15 mm ist super. 3, 2, 1. Ich weiß nicht, ob ich da später... Ne, da war nichts. Mach mal, der war schräg. Ich weiß nicht, ob ich da später noch ein paar Steine vielleicht sogar rausretuschiere. Ich gehe noch ein bisschen zurück. Viel Himmel muss drauf. Ja, das sieht gut aus hier. So, 3, 2, 1. Eigentlich mag ich ja die Perspektive hier jetzt nicht so sehr. Diese Augenhöhe. Aber das sieht echt cool aus. Machen wir mal hier. So, 3, 2, 1. Okay, gefällt mir sehr, sehr gut hier. Und ja, ich wollte einfach nur mal erwähnen, Fisheye ist von Sigma. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber das habe ich nur mal drauf, weil sonst wird wieder gefragt, was für eins das ist. Okay, das war's. Ihr seht es schon anhand von meiner Retusche, dass ich hier definitiv etwas härter rangegangen bin. Ich habe so viele Bilder von Schottland erstellt, so viele Landschaftsbilder und ich habe alle versucht, so ein klein wenig unterschiedlich zu retuschieren und ich wollte definitiv eins haben, das so ja, etwas kontrastreicher, entsättigter ist und dieses Bild war da perfekt für mich geeignet. Und ich will euch jetzt zeigen in diesem Video, welche Schritte ich hier durchgeführt habe. Ihr seht, es sind nicht allzu viele Ebenen. Wir fangen mal ganz unten an beim Original, fast schon etwas langweilig. Das Interessante am Anfang dürfte eigentlich die RAW-Konvertierung sein. Da gehen wir nochmal ganz kurz rein. Und es ist eigentlich wie bei all meinen Landschaftsbildern. Ich versuche einfach ein klein wenig mehr Zeichnung in die Lichter und in die Tiefen zu bekommen. Und ich glaube, seit Photoshop CS6 hat Camera RAW eben einen Lichter- und einen Tiefenregler. Das gleiche übrigens auch bei Lightroom. Und damit kann man eben wunderbar Zeichnung reinbekommen. Ich dunkle das Bild meistens ein klein wenig ab, bringt dann die Lichter noch runter und die Tiefen nach oben. Und dann habe ich ein Bild, das eine super Grundlage bietet, noch weitere Details zu gewinnen. Oft geht der Kontrast ein bisschen verloren mit diesen zwei Reglern. Da bringe ich dann diesen Kontrastregler noch ein klein wenig nach oben und am Weißabgleich experimentiere ich noch ein klein wenig. Ja, wie soll die Stimmung des Bildes sein? Das ist eigentlich meine RAW-Konvertierung. Habt ihr eine ältere Version und diese beiden Regler nicht, dann müsst ihr mit der Belichtung arbeiten, den Schwarzregler nach links bringen und das Aufhelllicht nach rechts. Also bei älteren Versionen gibt es diese Regler dann. So, das war quasi mein Ausgangsmaterial und jetzt kommt ein ganz wichtiger Schritt und dafür braucht man ein weiteres Plugin, das auch Geld kostet. Ich kann euch allerdings beruhigen, nicht viel, es sind glaube ich 30 Euro, wenn überhaupt. Und mit diesem Plugin lassen sich Details gewinnen. Der gleiche Effekt dürfte, oder sagen wir den ähnlichen Effekt, dürfte man auch mit dem Filter von Nix Software Detail Extractor bekommen. In dem Fall habe ich allerdings von Topaz den Clarity Filter genommen. Wahrscheinlich geht es auch mit Photomatics. Wie gesagt, die günstigste und einfachste Methode, finde ich, ist Clarity. Und das will ich euch jetzt mal zeigen. Dazu fasse ich die ganzen Ebenen zusammen mit Shift-Alt-Command-E. Und dann gehen wir jetzt mal in den Filter von Topaz Labs, Clarity. Das ist nicht der gleiche Filter wie Topaz Detail. Bei Detail handelt es sich eher um einen Schärfungsfilter, der sehr viele Details gewinnt. Hier werden die Lichter und Schatten angeglichen und dadurch entsteht ja, so ein Photomatics-Look, der mir sehr gut gefällt. Der einzige Kniff, den ihr hier durchführen müsst oder den ihr beachten müsst, die meisten spielen hier mit den Reglern und gehen alle so ein bisschen nach rechts. Das sorgt auch für Details und wenn euch das gefällt, ist das auch gut. Ich selbst habe viel herumexperimentiert und für mich herausgefunden, dass ich die mittleren Kontraste hier nach unten bringe, genauso wie die hohen Kontraste und die Mikrokontraste nach oben. Und dadurch entsteht dieser, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen, dieser Photomatics HDR-Look. Und der hat für mich so einen surreellen Charakter und das mag ich eben bei meinen Bildern. Gerade jetzt bei solchen Landschaftsaufnahmen, wo schon sehr viele Details vorhanden sind.
Liefert ihr dem Bild oder liefert ihr diesem Filter ein Bild, was noch nicht viele Details hat, dann kann der natürlich auch nicht so gut arbeiten. Und ihr seht, das war quasi das Resultat. Ja, hier ist noch ein bisschen anders bei meiner Vorgängerversion. Also da müsst ihr ein klein wenig mit den Reglern experimentieren und dann kommt ihr da wirklich zu tollen Ergebnissen. Aufpassen, nicht übertreiben, denn das Bild wird etwas, ja, wir nennen es mal rauschiger. Aber das hat mich jetzt in dem Fall nicht gestört. Dann habe ich mir noch eine Retusche-Ebene angelegt. Das ist eine leere Ebene, wo jetzt noch nichts passiert ist. Ich wollte es aber definitiv mal ansprechen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Stein wegretuschieren wollt, dann nehmt ihr ein Retuschewerkzeug. Achtet darauf, dass der Aufnahmebereich bei der aktiven und darunter liegenden Ebene liegt. Und dann kann man hier auch noch gegebenenfalls ein klein wenig retuschieren. Gut, dann geht's an den Look des Bildes. Also ich habe mir hier gedacht, naja, es ist alles noch etwas zu flau, das muss etwas kontrastreicher sein. Und ich bin ja auch jemand, der sehr gerne experimentiert und spielt. Und ich bin dann hier in diese Color Lookup Tables reingegangen. Das war auch, ich glaube, eine Neuerung, CS5, CS6 müsste die dazugekommen sein. Und da hatte man die Möglichkeit, verschiedene Presets hier quasi auszuwählen. Und ich habe jetzt auch ein Preset gewählt, das ich mir nicht importiert habe. Ich habe auch meine eigenen Presets hier. Aber hier gibt es dann von Adobe so einen Fuji-Film. Keine Ahnung, was das ist. Ich habe da einfach ein bisschen herumexperimentiert, bis ich etwas gefunden hatte, was mir gefällt. Ich bin mir sicher, das könnt ihr auch mit Farbkorrekturen durchführen. Für dieses Bild war dieser... Ja, oder diese Einstellungsebene ist nicht so wichtig. Viel wichtiger waren diese Einstellungsebenen. Das ist zum einen eine Schwarz-Weiß-Einstellungsebene in der Filmmethode Weiches Licht. Sowas kommt immer klasse bei Architektur oder bei Bildern, die ihr entsättigen wollt und gleichzeitig kontrastreicher machen wollt. Und das sieht richtig, richtig stark aus. Also die hat mir sehr gut gefallen. Mit einer simplen Farbbalance, seht ihr, bin ich dann noch ein bisschen mehr ins Cyan, ein bisschen mehr ins Blau, um das Bild etwas ja, bläulicher wirken zu lassen. Und dann habe ich mir nochmal eine Einstellungsebene angelegt, in der Filmmethode normal, eine Schwarz-Weiß-Einstellungsebene, die ich mit etwa 30% ins Bild bringe und dadurch wird das Bild noch ein klein wenig entsättigt. Ja, und mit diesem Color Lookup Table ist da noch ein bisschen mehr Kontrast drin und ich glaube, die Tiefen werden ein bisschen bläulich eingefärbt. Aber ich glaube, das könnte man auch erledigen, indem man einfach noch diese Schwarz-Weiß-Einstellungsebenen und die Farbbalance ein bisschen optimiert. So ist es bei mir manchmal. Manchmal habe ich auch noch mehr Einstellungsebenen. Die eine hebt die andere auf. Sowas passiert beim Herumexperimentieren. Dann kommt so ein bisschen Entfernung rein, so ein bisschen Nebel, Dunst am Horizont. Das ist eigentlich ganz simpel. Da legt man sich eine leere Ebene an. Und mal dann einfach mit weißer Farbe, ich nehme jetzt hier mal so 7% Deckkraft, ich halte die Shift-Taste gedrückt, dann bleibt es hier so eine Gerade und dann malt man sich hier einfach so ein bisschen eine Aufhellung hinten rein und dann sieht es etwas ja, entfernter aus, etwas weiter aus und das finde ich bei Landschaftsaufnahmen immer ganz spannend. Gut, und am Ende gab es dann noch eine Vignette, die so ein bisschen die Ränder abdunkelt. Das habe ich dann mit einer simplen Tonwertkorrektur gemacht. Ich habe als erstes mal das ganze Bild ein klein wenig abgedunkelt, ein klein wenig in den Mitteltönen, in den Lichtern. Und dann habe ich einfach mit einem Pinsel mit schwarzer Farbe im Bild gemalt, wo ich mir sagte, naja, da soll diese Tonwertkorrektur eigentlich weniger zum Tragen kommen. Und ja, dann ist so ein bisschen der Betrachter noch im Blick ein klein wenig geführt. Ja, und dann war das Bild eigentlich schon fertig. Ihr seht, es ist nicht sonderlich spektakulär, die Retusche. Entscheidend würde ich natürlich diesen, also die RAW-Konvertierung in Verbindung mit diesem Clarity. Und dann ist es eigentlich nur noch diese Schwarz-Weiß-Einstellungsebene und diese hier und die Abdunklung. Und dann hat man schon mal so den Hauptlook. Und der Nebel, die Farbbalance und dann noch so ein bisschen dieser Color-Lookup. Der gibt dann dem Bild noch so ein bisschen den Touch. Aber denkt immer dran, habt ihr ein anderes Bild, nehmt andere Werte, probiert aus, experimentiert und habt keine Angst davor, wenn es mal etwas extremer wird. Wenn das euch gefällt, ist alles super. Eine wunderschöne Gegend hier und der Gabor hatte eine richtig coole Idee.
Schottland, man denkt ja automatisch an Loch Ness. Und der Gabo hatte die Idee gehabt, oder sag mal Gabo, was sind die Bildidee, die du gerade so im Kopf hattest? Die Bildidee war, dass ich als Tourist hier in Schottland unterwegs bin und ja, ich werde dann erschrocken vom Loch Ness selber. Ich bin also vom Monster Loch Ness, ne? Monster Loch Ness, ja, stimmt, Loch Ness ist der See. Nessie heißt sie, gell? Nessie heißt die Dame. Nessie. Dass ich hier bin am Fotografieren und im Hintergrund kommt Nessie und erschreckt mich und ich erschrecke mich zu Tode. Und das Ganze wollten wir hier fotografisch erstmal erstellen. In Photoshop müssen wir später eine Kleinigkeit machen. Der Kelvin hat mich dann fotografiert mit einem Stativ, wo wir die Kamera draufgesetzt haben. Das können wir gerade mal hier drüben zeigen. Und da haben wir halt schon extrem weitwinklig mit so einem Fischei. 15 mm sind das, oder? 15 mm. Genau. Das heißt, ich habe mich da positioniert. Und er hat dann ganz weit oben mit Selbstauslöser. Ich mach das gerade mal von hier so. So 10 Sekunden hattest du dann, gell? Ja, irgendwie. So, piep, 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 piep. Und bei 10 Sekunden bin ich dann in Pose gegangen und habe so getan, als würde ich mich erschrecken. Das Gute ist auch daran, dass wir von oben fotografieren, dass man denkt, Nessie ist auch da oben. Das Bild können wir ja mal kurz einblenden, wie es aus der Kamera kam. Genau. Ja, da sieht man, wie ich da unten stehe, mich erschreckt. Und die Kamera von ganz, ganz weit oben. Genau, das ist die Idee. Aber wir wollen es ja noch ein bisschen aufwerten und da werden wir dann in Photoshop, sag ich mal, den Schatten von Nessie reinbringen. Das ist so der Gedanke. Ich finde es schon ohne Schatten geil, ne? Aber Gabo ja. Will ja wahrscheinlich noch einen Schatten reinmachen. Wahrscheinlich, wenn es klappt, kann sein, dass es doof aussieht. Im Gedanken sollte es funktionieren, aber wir werden sehen, ob das klappt. Genau. Ich mache mal ein Bild, Gabo, film du einfach mal und ich zeige das nochmal hier von da vorne, wie das aussieht. Von den Kameraeinstellungen. Ich muss ja die Schärfe einigermaßen treffen, deswegen bin ich jetzt auf Blende 8 gegangen. Sonne lacht, Blende 8. Nee. Bin mit der ISO auf 640 und dann gibt er mir eine Belichtungszeit von einem 200stel etwa. Das müsste passen. Blende 8. Das heißt, ich messe ungefähr jetzt den Abstand hier. Oder, nee, bleib mal, Gabor, geh mal in Position so in etwa. Wir machen das jetzt halt mit der Videokamera. Also ich habe jetzt 2 Meter ungefähr. Nehme die Schärfe auf. Selbstauslöser läuft und jetzt muss ich ja gucken, dass ich in etwa die gleiche Schärfe habe. So, gucken wir mal. Schrei. Ja, das ist es. Krampf. So, und jetzt gucken wir mal. Kannst du da ein bisschen schon abfilmen oder wir können sie auch einblenden. Aber so sieht es dann später aus. Das Geile ist ja, dass es so weitwinklig aussieht. Also Nessie, erstmal sau hoch, 3 Meter Höhe und dann noch diesen weitwinkligen Blick, wo alles drauf ist. Das könnte schon gut kommen. Also mir gefällt schon allein das Ausgangsmaterial, was wir da vorhin geschossen haben. Und ich sag, da brauchen wir überhaupt kein Photoshop. Ne? Aber da werden wir natürlich schon ein bisschen was machen, beziehungsweise Gabor. Okay, nur dass ihr mal hier den fotografischen Part gesehen habt, wie das Ganze aussieht. Weißabgleich, alles andere ist erstmal unnötig. Zeitautomatik, Belichtungszeit wird errechnet. Und das Wichtigste haben wir ja, wie gesagt, gerade erwähnt. Und die letzten Worte gilden Gabor. Jetzt nehme ich wieder die Kamera. So, am wunderschönen See. Am wunderschönen See, in die letzten Worte. Eigentlich ist es mal, hier sind ja 1000 Fliegen. Das bringt mich ja hier schon zum, siehst du das? Hier sind mindestens 30 Fliegen drumherum. Also, kleiner Tipp noch am Rande. Wenn ihr nach Schottland jemals kommt, nehmt Mückenspray mit, aber Horror. Versucht es nicht hier zu kaufen, weil hier gibt es keine Geschäfte. Ja. Alright. Wie ihr unschwer erkennen könnt, hat es Nessie in mein Bild geschafft. Oder eher gesagt, Nessie hat sich reingetraut. Ja, man könnte auch sagen, ich habe mich reingetraut, zumindest in ihr Revier. Naja, wie dem auch sei. Sie ist drinne und zwar der Schatten ist hier in diesem Bild drinne und ich habe auch einen gewissen Look erstellt und wie das ganze Bild entstanden ist, dass es ein bisschen so düster aussieht und so ein bisschen bedrohlich, das zeige ich euch jetzt gleich. Und zwar werde ich dazu erst einmal alle Ebenen hier deaktivieren, damit wir auf unsere Hauptebene kommen und zwar diese hier. Das ist die Originaldatei, wie sie aus der Kamera gekommen ist. Das habt ihr ja gesehen beim Shooting, wie dieses Bild entstanden ist. Daraufhin habe ich hier regelrecht eine RAW-Konvertierung durchgeführt. Das heißt, ich habe das Bild im RAW-Converter schon mal gedreht, die Tiefen hier ein bisschen mehr rausgekitzelt und ja, am Look selber jetzt eigentlich noch nicht so viel. Also es ist noch sehr, sehr nüchtern, was gemacht wurde. Ja, Nessie wurde reingebracht und wie ihr seht, mit einer einzigen Ebene und wie man erkennen kann, noch mit einer Einstellungsebene. Wie einfach und unkompliziert man so etwas reinbringt, so einen Schatten, das zeige ich euch nachher nochmal in aller Ruhe.
Ja, daraufhin habe ich den radialen Weichzeichner angewendet, um etwas mehr Bedrohlichkeit reinzubringen. Das heißt, ein bisschen mehr Bewegung. Ich deaktiviere es nochmal. Ja, das soll für mich so den Look haben, als wäre das die Perspektive von Nessie. Klar, es hat die Perspektive. Das haben wir im Video gesehen. Es soll eher so die Optik haben, als wären das die Augen von Nessie. Und deswegen habe ich gedacht, am Rande, wenn es ein bisschen unscharf ist, so ein bisschen verzerrt, bekommen wir eine bisschen bedrohlichere Ansicht. Ja, des Weiteren habe ich hier auch etwas mit Licht gemalt. Ich habe hier diese Bereiche abgedunkelt, um hier um die Person so eine Art Vignette zu schaffen. Das Wichtigste, was sich hier abspielt, ist hier dieser Bereich. Deswegen habe ich mir gedacht, ich werde einfach hier das drumherum noch ein kleines bisschen mehr abdunkeln. Ja, mit einer Tonwertkorrektur habe ich das Ganze mit einer Vignette noch ein bisschen erstellt, um die Blickrichtung mehr zu führen. Wir schauen uns das mal an. Dieser Bereich da hier, da kam die Tonwertkorrektur nicht zustande. Hier sollte es regelrecht so bleiben, wie es ist. Aber hier in diesem Bereich, da habe ich noch ein bisschen mehr abgedunkelt. Ja, um mich persönlich und Nessie, dessen Kopf, noch ein bisschen mehr in den Fokus zu setzen, habe ich eine weitere Vignette dazu gebracht. Und diese habe ich eigentlich etwas aufgehellt. Wir sehen es hier ganz gut. Das ist der Bereich, die Maske, das Weiße, das Sichtbare, wo die Tonwertkorrektur zustande kam, um das Ganze noch ein bisschen aufzuhellen. Ja, dem Gesamten habe ich dann noch einen feinen Look hinzugegeben. Ich habe hier Kontrast gut hinzugefügt. Also das ist für mich schon mal ein schöner Look, um das ein bisschen mehr plastischer, surrealer darzustellen. Dazu habe ich regelrecht eine Schwarz-Weiß-Ebene genommen, habe die auf die Filmmethode weiches Licht gesetzt und dann dezent mit einer Deckkraft von 20%. Man hätte da auch jetzt 100 nehmen können, ist mir aber fast zu viel. Deswegen dachte ich hier so 20% ist ganz gut. Mit einer selektiven Farbkorrektur habe ich hier den Bildlook erstellt und wie der funktioniert oder was ich genau gemacht habe, das zeige ich euch nachher. Wir gehen erst einmal in den RAW-Converter zurück, wo ich euch mal zeigen möchte, was ich da überhaupt vorgenommen habe. So, und da sind wir jetzt hier auch im RAW-Converter. Wenn ich hier mal vorher nachher klicke, ja, wie ihr seht, es ist nicht viel, wo passiert ist. Also es ist relativ dezent. Ich habe regelrecht hier Details nochmal rausgekitzelt. Das heißt hier die Tiefen und die Lichter habe ich hier an den Reglern etwas herumgeschoben. Am Bildlook selber ist noch nicht so viel passiert. Was ich gemacht habe hier, diesen Klarheitregler, den habe ich hier mal ein bisschen auf fast 30% hochgezogen, weil solche Bereiche wie hier die Steine, die kommen nochmal sehr, sehr geil, wenn man viele Details hat und dann noch den Klarheitsregler hochbringt. Es wirkt ein bisschen surrealer. Ja, die Sättigung habe ich hier etwas dezent reduziert, -6. Aber das soll es schon gewesen sein. So viel habe ich hier nicht gemacht. Was ich gemacht habe, ist hier die Sättigung dezent rausgenommen, aber nur im Bereich der Grüntöne. Mir war das fast zu giftgrün, dieser Bereich. Ich wollte, dass alles ein bisschen so ein Pastellton ist, dass es ein bisschen gleichmäßiger ist. Ich hätte hier auch die Sättigung noch weiter runterziehen können. Wäre fast auf -70%, würde auch funktionieren, wäre auch nicht schlecht. Mir war nur, wie ihr jetzt seht hier, das etwas zu viel. Ja, die Teiltonung habe ich hier auch etwas korrigiert. Was heißt korrigiert? Das ist eigentlich nicht nötig, aber ich habe schon mal versucht, in eine etwas mehr Stimmung reinzukommen, etwas düstere Stimmung. Ja, genau, das war das Wort, düstere Stimmung. Das war vorher und jetzt, ja, es ist dezent düsterer. Ich habe hier die Lichter ein bisschen mehr mit Blau eingefärbt und die Tiefen etwas mit Gelb, wie ihr hier seht. Und ja, das Weitere, was ich gemacht habe, ist bei der Objektivkorrektur. Dazu muss ich aber jetzt mal hier reinzoomen, in die Berge, in die Hügel. Ja, wie ihr seht, ja, ist jetzt eigentlich nicht viel zu erkennen. Aber wenn ich hier dieses Häkchen wieder rausnehme, dann bekomme ich hier diese chromatische Aberration. Die war so mit drinne beim Fotografieren, die ist leider so entstanden. Ja, das lässt sich hier im RAW-Converter wunderbar korrigieren. Einfach hier draufklicken und dann sollte dieses Problem gelöst sein. Das war's eigentlich. Das war, was ich hier gemacht habe im RAW-Converter. Und dann habe ich ja Nessie reingebracht. Ja, wie habe ich das gemacht? Relativ einfach. Ich zeige es euch gerade mal. Ich habe hier regelrecht eine Tonwertkorrektur erstellt. Man könnte auch eine Gradationskurve nehmen. Es ist egal. Wichtig ist nur, dass man die Mitteltöne dezent abdunkelt, dass man ungefähr so ein Ergebnis bekommt. Das sollte passen. Und das Tolle ist ja, wenn man eine Tonwertkorrektur bekommt, ich tue das gerade mal weg, ich schiebe das mal hier hoch. Wenn man eine Tonwertkorrektur erstellt, dann hat man ja automatisch eine Maske mit dabei. Das heißt, es übt sich auf alles aus. Ich möchte diese Maske jetzt erstmal umkehren, das heißt invertieren mit Command-I. Und ich werde jetzt hier
mit einem Pinsel, das heißt mit weißer Vordergrundfarbe, einer Härte von 100%, die Größe müssen wir mal schauen, ja, das dürfte passen, Deckkraft 100%, und ich werde jetzt malen, und das ist etwas, was sicherlich jeder von euch kann, also keine Angst, also für Leute, die sagen, hey, ich bin voll talentfrei, bei mir geht gar nichts, also so ein Schatten, das kriegt bestimmt jeder von euch hin. Ich habe jetzt hier regelrecht so einen Kopf drumherum gemalt. Es ist jetzt auch nicht so entscheidend, dass es wirklich sehr, sehr gut aussieht. Wichtig ist nur, dass die Härte auf 100% ist. Das ist sehr, sehr wichtig, weil sonst bekommt ihr nachher ein unsauberes Ergebnis. Ich gehe mal jetzt hier rein. Das heißt, ich werde mir jetzt hier so einen Mund reinmalen, so eine Schnauze. Es kann auch ein freundliches Nessie sein. Ihr könnt euch auch so einen Dinosaurierkopf mal abgucken, wie der aussieht. Da habe ich mich auch mal inspirieren lassen, so von Dinosaurier. Das kann ich ein bisschen größer. Ja, und es, wie gesagt, es muss nicht perfekt sein, es muss zumindest so die Silhouette der Schatten eines Ungeheuers geben. Wenn ich jetzt X drücke, dann kann ich hier den Hals ein bisschen schlanker machen und hier etwas breiter. Ja, ich denke, hier mache ich mal ein bisschen schlanker. Wie ihr aber seht, es ist sehr, sehr scharfkantig und es sieht eigentlich jetzt noch nicht so gut aus. Was könnte man machen, damit sich das hier auf diesem Wasser besser anpasst? Man könnte, und das habe ich auch gemacht, einen Filter anwenden und zwar nur auf diesen Schatten. Dazu gehen wir auf Filter und sagen jetzt hier Filtergalerie. So, jetzt muss ich noch ein kleines bisschen rauszoomen, damit man das besser erkennen kann. Ah, hier habe ich nicht ganz ordentlich ausgemalt, sollte aber jetzt auch kein Problem sein. Na, schauen wir mal beim Verzerrungsfilter. Da gibt es ja Glas. Und wenn ich jetzt, ich zoome ein kleines bisschen besser rein. So, da habe ich jetzt diesen Glasfilter angewendet. Da möchte ich mal ein kleines bisschen probieren, die Verzerrung ein bisschen höher. Mal schauen, was passiert. Ja, Glättung. Und was passiert ist, dass diese Konturen ausfressen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also für meinen Effekt, wo ich jetzt hier nachher anwenden möchte, ist es genial. Also je mehr, desto besser. Und wenn ich jetzt mal schaue, so, ja, das gefällt mir echt gut. Ich bestätige das Ganze mal mit okay und wir zoomen mal rein. Und jetzt haben wir das Gefühl, als wäre es wirklich so auf diesem Wasser. Also wenn wir uns mal die Struktur von diesem Wasser hier anschauen, dann passt der Schatten hier auch wunderbar dazu. Er ist jetzt noch etwas sehr scharfkantig, deswegen gehen wir jetzt hier nochmal auf die Maske, sagen hier Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaussischer Weichzeichner und dann tun wir das Ganze noch ein kleines bisschen weicher, ja mit 1, ja so 2 Pixel, das dürfte ausreichen. Es ist sehr, sehr weich und ich finde es extremst gut, um auf die Schnelle hier was reinzubringen, so einen Schatten. Also das könnt ihr auch machen, wenn ihr eine Straße habt oder irgendwas, Hauptsache der Schatten ist nicht immer flach, also scharfkantig. Ja, ein kleiner Gag noch nebenher. Ihr könnt jetzt auch auf Bearbeiten gehen und sagen hier Formgitter. Und Formgitter funktioniert nicht nur auf Pixelebenen, sondern auch auf Masken. Das heißt, ich setze mir mal hier so einen Punkt hier und hier. Und jetzt könnte ich hier diesen machen. Müsst ihr nicht. Ist nur ein kleiner Gag noch so nebenher. Also man kann echt nachträglich hier noch die Maske wunderbar nochmal beeinflussen mit dem Formgitter. Kann die Position abändern. Ja, was als nächstes dran kam, war der radiale Weichzeichner. Dazu habe ich mit Command, Alt, Shift und E alle Ebenen zusammengefasst und bin dann hier auf Filter, Weichzeichnungsfilter und dann radialer Weichzeichner. Und da müssen wir einfach mal probieren, was jetzt gut aussieht. Ich habe jetzt hier strahlenförmig genommen. Die Position habe ich jetzt so belassen, dass es aus der Mitte herausgeht. Ich schaue mal, wie es ausschaut. Ja, das ist schon mal ein ganz gutes Ergebnis. Also jetzt sind die Konturen, sind drumherum, die gehen nach außen, es bricht aus. Es ist vielleicht ein bisschen zu viel, man könnte jetzt auch noch die Deckkraft reduzieren. Aber das war das, ja, nee, ich lasse es mal drin, ne? Ich lasse es mal drin, ich finde eigentlich, dass es passt. Der Fokus hier in der Mitte, der sitzt immer noch. Hier ist es vielleicht noch ein bisschen zu viel. Ich erstelle mir mal eine Maske und sage jetzt hier mit einer schwarzen Farbe, reduziere die Deckkraft mal ein bisschen so auf 20 und nehme das Ganze hier raus und belasse das Ganze. Ja, meine anderen Ebenen lösche ich gerade mal. Ich denke, mit diesem Nessie können wir auch wunderbar leben. Was ich als nächstes gemacht habe, ist hier mit weiches Licht noch Farben reingebracht. Das haben wir auch gesehen. Die Vignette dann drüber und Kontrast. Und jetzt hier selektive Farbkorrektur, das habe ich euch noch gesagt. Das zeige ich euch zum Schluss noch, wie ich das gemacht habe. Gehen wir mal hier rein und schauen mal, was gemacht wurde. Ich bin regelrecht in die Grautöne reingegangen und habe gesagt, ich möchte etwas mehr Cyan hinzugeben.
Und bei Gelb, die Komplementärfarbe von Blau, habe ich auch noch ein bisschen beeinträchtigt, um eine etwas blauere Stimmung zu kriegen. Das heißt, ich habe regelrecht die Tiefen in ein Cyan oder mit Blau eingefärbt, um eine etwas düstere Szene zu schaffen. Und wie ihr seht, innerhalb von wenigen Minuten kann man so ein Bild erstellen mit einem eigenen Schatten, um so ein Ungeheuer hier einzufügen. In diesem Film möchte ich euch zeigen, wie ich dieses Panorama erstellt habe. Das ist ein sehr großes Panorama. Man kann sehr nah hineinzoomen. Und ich erstelle Panoramas eigentlich eher als Erinnerung. Ich bin ja jetzt keiner, der mit diesen Bildern Geld verdient oder Ausstellungen betreibt. Und daher bin ich jetzt nicht der professionelle Panoramafotograf, der ständig mit Stativ unterwegs ist. Dieses Panorama ist quasi freihand erstellt worden und ich will euch in diesem Film eben den fotografischen Part zeigen und die Retusche dazu, wobei die Retusche hier eher gering ausgefallen ist. Von der Größe her, ich habe hier mehrere Hochformatbilder erstellt. Das führt dazu, dass ich jetzt eine sehr, sehr große Auflösung habe. Ihr seht es schon, also das kann ich hier ganz schön groß ausblenden. Doch wie funktioniert das? Wie kann ich freihand Hochformatbilder zu so einem schönen Panorama erstellen? Ja, die Profis, die kennen das mit Sicherheit, aber wahrscheinlich wundern sich jetzt viele Anfänger, wie man so etwas macht ohne Stativ. Und das will ich euch jetzt mal zeigen. Und dazu suche ich als erstes mal diese Aufnahmen. Übrigens, hier nie verwendete Szenen. Ja, okay, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt suchen wir mal das Panoramabild. Also ich habe mehrere Bilder erstellt, einmal Hochformat, einmal Querformat. Und dann sind wir auch hier schon. Also da fangen die Hochformatbilder an. Und ich habe mehrere Bilder erstellt. Ihr seht es schon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, jede Menge. Und habe dann quasi alle diese Bilder markiert in der Bridge mit gedrückter Shift-Taste und bin dann hier oben einfach auf Werkzeuge gegangen. Ich habe jetzt hier noch die englische Version, Photoshop und dann Photo Merge. Ja, und wenn ihr das quasi aktiviert, kommt dieser Dialog. Ich habe hier gar nichts sonst gemacht. Ich habe hier weder perspektivisch noch irgendwelche Vignettierungsentfernungen gedrückt. Ich habe einfach auf automatisch gelassen und habe auf OK gedrückt. Und dann dauert das eine ganze Weile. Und dann kommt im Endeffekt ein Bild heraus, das zeige ich euch jetzt mal. Das sieht dann so aus. Ja, da darf man nicht erschrecken. Die Ränder muss man dann noch ein klein wenig beschneiden. Das macht man mit dem Freistellungswerkzeug. Da sind jetzt auch noch so komische Risse drin zu sehen. Aber die sind nicht da, wenn man näher ranzoomt. Und das Verrückte ist wirklich, dass Photoshop aus diesen Bildern ein tolles Panorama erstellt. Also ich muss jetzt mal schauen, ob ich hier irgendwo einen Übergang finden kann, um euch, hier, schaut euch das mal an, um euch das zu zeigen, wie sauber das Ganze hier arbeitet. Jetzt muss ich erstmal wieder suchen, hier waren wir. Ja, also Photoshop erkennt die Übergänge und legt dann automatisch Masken mit an, die ihr dann noch verfeinern könnt. Also für mich ist das wirklich nahezu unerklärlich, wie das so gut funktionieren kann. Also ich habe da auch wirklich schon, ich bin schon ganz nah herangezoomt und habe dann auch schon überlegt, da muss es doch irgendwo Problemzonen geben und mit Sicherheit gibt es die auch irgendwo, aber nicht in diesem Bild. Das Ganze funktioniert weniger gut in Räumlichkeiten, aber gerade bei solchen Landschaftsbildern ist das wirklich ein Kinderspiel. Und jetzt will ich euch nochmal ganz kurz den fotografischen Part zeigen, da gehe ich jetzt einfach mal in Premiere. Wir hätten da gern ein Video gemacht, aber vielleicht hört man es im Hintergrund, ich lasse mal ganz kurz laufen. Nee, man hört es nicht. Der Wind war einfach zu laut. Deswegen gehe ich mal in diese Einstellung hier. Aber ich werde das Ganze mal ein bisschen dokumentieren, wie wir fotografiert haben. Das heißt, freihand von den Kameraeinstellungen weiß ich gar nicht mehr. Ich denke, da war ich irgendwo bei Blende 8, 11 oder sonst irgendwas. Ich kann ja nochmal ganz kurz hier schauen in den Kameraeinstellungen, wo wir uns da befinden. Ja, Blende 11. Blende 11, ISO bin ich sehr tief runtergegangen, von der Belichtungszeit super, ein 250stel. Und dann schauen wir jetzt einfach mal, wo die Stelle kommt. Hier fängt es jetzt an. Ja, und da habe ich jetzt erstmal ein paar Querformatbilder gemacht. Wichtig ist, wenn ihr fotografiert, dass sich die Bereiche definitiv überlappen. Also nicht angrenzend fotografieren, sondern beim zweiten Bild ruhig noch einen Teil
vom ersten Bild mit dazu nehmen. So, und jetzt habe ich noch das ganze Hochformat gemacht. Ich hatte es bis zu dem Zeitpunkt noch nie in Hochformat probiert, immer nur in Querformat. Und daher war ich mir unsicher. Aber ich habe es dann nochmal in Hochformat probiert und es hat wunderbar geklappt. Also ich hätte es nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Das war eigentlich schon der fotografische Part. Und wie gesagt, so kommt es aus der Kamera. Da nimmt man sich ein Freistellungswerkzeug und wird dann beschneidet dann einfach noch so ein bisschen die Ränder hier an der Seite, das Format. Und das habe ich dann auch gemacht. Das zeige ich euch jetzt mal. Und dann habe ich noch ein bisschen retuschiert. Und da will ich jetzt euch auch zeigen, was da noch an der Retusche kam. Okay, also so sieht das ganze Panorama dann fertig aus. Ich habe jetzt nicht genau aufs Format geachtet. Es kann sein, dass ich für einen Print jetzt vielleicht noch an der Seite oder oben noch ein bisschen wegnehmen müsste. Danach habe ich den Clarity Filter von Topaz angewandt, um noch ein bisschen mehr Details zu bekommen. Das sieht man hier gerade bei Bildern mit vielen Strukturen macht das durchaus Sinn. Den Clarity Filter, den zeige ich euch jetzt mal im Ansatz, weil der jetzt bei einem Bild wie diesem hier wahrscheinlich sehr, sehr lange rechnen würde. Das Bild ist nun mal sehr groß und da dauert alles etwas länger, es sei denn, ihr habt einen turboschnellen Rechner. Ja, Clarity, ich erwähne es auch in anderen Videos, ist so ein bisschen wie Tiefen und Lichter. Es gleicht so ein bisschen die Helligkeitsinformation an. Dadurch entsteht ein leichter HDR-Eindruck. Und ihr seht schon, ich arbeite hier eher mit den Mikrokontrasten und bringe die mittleren und die hohen Kontraste sehr weit nach unten. Ich drücke jetzt nicht, okay, das würde zu lange dauern. Und dann bekommt man eben einen sehr guten HDR-Effekt, den haben wir hier. Ja, und der gefällt mir hier ganz gut. Und ansonsten habe ich bei diesem Landschaftsbild nicht mehr viel gemacht. So ein Klassiker bei Landschaftsaufnahmen für kräftige Farben ist eine Dynamikeinstellungsebene in der Füllmethode weiches Licht, wo er dann diese Dynamik sehr weit nach oben zieht. Im Modus Normal sieht das Ganze so aus, da werden einfach nur die Farben betont. Das sieht auch gut aus. Wenn man dann aber noch auf die Füllmethode weiches Licht geht, bekommt man noch einen sehr, sehr starken Kontrast. Der Nachteil dabei, wir sind ein bisschen in die Tiefen hier unten flöten gegangen. Das heißt, naja, flöten nicht, es ist noch Zeichnung da, aber es sollte ja, die Aufnahme sollte ja etwas frischer aussehen. Und dafür war mir der untere Bereich dann zu dunkel. Und dann bin ich einfach nochmal hier in eine Tonwertkorrektur gegangen, wo ich als Ausgleich dieser Dynamikeinstellungsebene einfach hier die Tiefen ein klein wenig im Bild aufhelle, damit das Ganze etwas ja, frischer aussieht. Und vorher, nachher. Und dann war ich da eigentlich mit diesem Panorama schon sehr zufrieden. Jetzt hätte man das Ganze auch noch steigern können. Dafür hätte man dann wahrscheinlich ein Stativ gebraucht, dass man vielleicht jedes Hochformatbild dann noch als HDR fotografiert. Das wäre noch so eine Steigerung gewesen. Also eine Belichtungsreihe pro Hochformatbild, dann drehen, wieder eine Belichtungsreihe und dann alle HDRs zusammenfügen. Ich glaube, dann kracht es hier wirklich im Gebälk. Das wäre also auch noch sehr interessant. Okay, nichtsdestotrotz, die Panoramafotografie ist, wenn ihr sie nicht allzu professionell betreibt, relativ einfach, gerade bei so einem Ausblick. Nehmt eure Kamera einfach frei Hand drauf los und ihr werdet sehen, das Ganze funktioniert sehr, sehr gut. Viel Spaß dabei! In diesem Film geht es um das natürliche Licht. Wir sind hier gerade ein bisschen durch die Gegend gefahren und dann habe ich die Wolken, ja, ich will sagen entdeckt, die waren ja schon so, aber ich habe festgestellt, dass wir von dort hinten eine helle Wolkenfront haben und hier hinten ist eine relativ helle Wolkenfront. Und von vorne ist gerade so ein echt schönes Licht, das erkennt man jetzt vielleicht auf der Kamera nicht so gut. Und was wir auch hier hinten haben, der Gabo kann ja mal filmen, wir haben so viele verschiedene Farben. Brauntöne, Blautöne, Grüntöne. Und das fand ich für einen ganz guten Hintergrund. Und da habe ich mir gedacht, wir machen einfach mal ein Bild mit natürlichem Licht. Und da bleibt der Gabo einfach mal hier stehen. Und ich nehme jetzt mal als Hauptlichtquelle diese Wolkenfront hier hinten. Das ist ein schöner, diffuser Himmel und es sorgt immer für ein schönes, weiches Licht. So, und der Hintergrund ist auch relativ cool, haben wir viele verschiedene Farben. Ich werde jetzt als erstes mal so fotografieren, dass man den Hintergrund nicht erkennt, sondern nur die ganz vielen verschiedenen Farben. Da wird man von Schottland nicht sehen, aber man hat eine schöne Farbigkeit. Und da fotografiere ich jetzt mal mit Blende 1.8. Ich habe 85 mm, eine Festbrennweite drauf, habe jetzt bei der ISO mal 200.
Blende 1.8 und dann errechnet er mir automatisch eine Belichtungszeit, weil ich eben auf der Zeitautomatik fotografiere. Vom Weißabgleich bin ich auf einen manuellen Weißabgleich gegangen, und zwar auf 5500 Kelvin, damit das Bild so ein bisschen wärmer ist. Und jetzt mache ich einfach mal ein Bild ohne Belichtungskorrektur, weil ich werde gleich eins nochmal machen mit Belichtungskorrektur. Das ist jetzt, wie gesagt, erstmal der Gabor, wie er hier filmt. So. Und jetzt ist er noch ein klein wenig zu dunkel im Gesicht. Ich meine, es müsste eigentlich gehen, aber ich gehe eigentlich immer mit der Belichtungskorrektur ein klein wenig ins Plus, weil ich gerne das Bild etwas heller habe. Machen wir nochmal ein Bild. 3, 2, 1. So, gucken wir uns das mal an. Und jetzt habe ich halt wirklich eine schöne Farbigkeit im Bild. Das Bild ist schön scharf. Den Hintergrund erkennt man aber nicht als Schottland. Deswegen gehe ich jetzt mal von der Blende 1.8. Gehe ich jetzt mal auf Blende 4.0. Ja, also man braucht jetzt nicht unbedingt eine Festbrennweite. Der Hintergrund wird immer noch unscharf sein, weil der eben so weit entfernt ist. Also wir werden trotzdem noch einen unscharfen Hintergrund haben. Ein bisschen darüber, Gabor. Ja, bleib so. Okay. Das ist jetzt Blende 4. 3, 2, 1. So. Jetzt erkennt man schon ein klein wenig besser den Hintergrund. Was natürlich fehlt, ist dieses cremige, dieses milchige, diese Unschärfe von der Blende 1.8. Okay, das gefällt mir schon mal ganz gut. Wir haben natürlich vorher schon ein paar Bilder gemacht, ohne Kamera, ohne Kopfhörer und so weiter. Ich wollte aber noch ein Bild machen, Gabor. Das ist jetzt nicht geplant gewesen. Und zwar werde ich jetzt noch mal zum Vergleich eine andere Linse drauf machen, wo ich keine 85 mm fotografiere, sondern vielleicht mal von der Brennweite ein bisschen weitwinkliger. Und die hole ich jetzt gerade mal. Die habe ich mir hier schon irgendwo hingelegt, die Linse. Und zwar das 24-105. Das werde ich jetzt mal drauf machen. Ich kann natürlich jetzt mit dem 24-105 auch 105 mm fotografieren. Das machen wir mal ganz kurz. Da haben wir auch wieder diese Unschärfe. Wenn ihr jetzt keine andere Linse habt, wenn ihr jetzt keine Festbrennweite habt. Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück. Genau, nochmal zu mir schauen, Gabor. 3, 2, 1. Genau, warte ich noch ein bisschen Belichtungskorrektur. Nee, das passt. Okay. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen von der Brennweite, machen wir mal ein bisschen weitwinkliger, das sieht bestimmt auch geil aus. Dann kriegen wir nämlich viel mehr von Schottland drauf. So, ich gehe jetzt mal auf eine Brennweite 35 mm. 3, 2, 1. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen Belichtungskorrektur nach oben. Jetzt bin ich schon bei 2 Blenden Belichtungskorrektur. Das sieht gut aus. 3, 2, 1. Ah, geil. Ja, Licht ist gut. Ihr seht, es ist ja immer eingeblendet. Ich gehe mit der Belichtungskorrektur noch ein klein wenig runter. Also eine Blende langt eigentlich Belichtungskorrektur. Den Rest kann ich später noch in RAW rausholen. Jetzt haben wir viel Kulisse drauf. Das sieht geil aus. Bleib so. 3, 2, 1. Ja, müssen wir wieder ein bisschen plus Belichtungskorrektur. 3. Jetzt kommen gerade Leute, aber die stört uns nicht. 3, 2, 1. Okay. Gut. Und später machen wir dann noch die RAW-Konvertierung, da kann man noch mal einiges rausholen. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr von dieser wunderbaren Kulisse drauf gehabt, dass wir auch sehen, wo der Gabor so steht. Okay, einfach mal ein paar Bilder hier vor Ort und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bestimmt seid ihr auch solche wie ich, die aus dem Urlaub zurückkommen, dann einige Porträts von sich haben oder auch von anderen und denken, ich würde es noch ein kleines bisschen aufpeppen, also ein kleines bisschen schöner gestalten, um das meinen Freunden zu zeigen, so, hey, ich war in einem anderen Land gewesen, es gab ein paar schöne Porträtbilder von mir und da darf man ein kleines bisschen mogeln, aber ich würde sagen, dezent, so wie hier. Das ist das Bild, so wie es bearbeitet wurde und wir gehen mal zurück zu dem Ausgangsmaterial, so wurde es fotografiert. Es ist dezent anders, es ist minimal retuschiert und ja, wie dieses Bild entstanden ist, das möchte ich euch erstmal in diesen vollkommenen Steps zeigen. Ja, wie gesagt, so kam das Bild aus der Kamera und dann gab es eine weitere RAW-Konvertierung. Wie wir sehen, wurden hier regelrecht die Lichter nochmal beeinflusst. Ich könnte zwar mal ganz, ich gehe mal kurz rein, ich gucke es mal kurz mit euch an. Hier regelrecht, was wir gemacht haben, ist hier die Lichter etwas korrigiert, so war es ja vorher. Und wenn wir jetzt mal ins Gesicht schauen oder gerade auf die Stirn, da wo es sehr, sehr hell ist, ja, da wird es jetzt wesentlich angenehmer und es ist nicht mehr so ausgebrannt.
Ja, sonst viel hier im Raw Converter wurde jetzt nicht gemacht, wie ihr seht. Eher die Schärfe wurde hier hinzugegeben mit einem Radius von 0,6 und dann jetzt ein Betrag von 66. 66 hat jetzt keine große Bedeutung. Es könnte jetzt auch 70 sein, 50. Es war einfach so vom Gefühl her. Ich sag mal, es gibt jetzt nicht so Standardwerte, wo man immer nehmen sollte. Einfach nach Gefühl hier mal reinzoomen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man hier reinzoomt in diesen Bereich und dann einfach mal schaut, ich gehe mal zurück, so war es original, 0,6. Und dann würde ich euch empfehlen, dass ihr euch einfach so langsam herantastet und seht, 70, das ist schon mal eine gute Schärfe, ich mache mal vorher, nachher. Es ist eine dezente Schärfe, ich mache sie mal ganz übertrieben, das war jetzt sehr, sehr scharf. Ginge auch noch, könnte ich auch noch damit leben, würde mir auch noch gefallen. Aber ich finde hier so eine dezente Schärfe, weil es sollte auch noch ein bisschen natürlich aussehen und nicht zu sehr nach Photoshop. Reicht hier eine dezente Schärfe von 70 aus. Ich sag mal okay, wir gehen zurück in Photoshop und ja, was gemacht wurde, es wurde hier retuschiert. Ja, man kennt es, man ist im Urlaub, man ist viel unterwegs, man will viel sehen, ja, dann bekommt man solche Ringe einfach. Das ist halt leider so und ja, warum die nicht entfernen? Ich meine, man sieht ja natürlich auch im Alltag so aus, wenn man frisch ausgeschlafen ist, dann hat man vielleicht nicht so tiefe Augenringe. Die wurden hier regelrecht mit dem Bereichsreparaturpinsel entfernt. Dabei habe ich jetzt darauf geachtet, dass ich dann hier schön reinzoome, die Größe kann man etwas reduzieren und dann könnte man hier zum Beispiel, oh, das war jetzt der Pinsel, der falsche, gehen wir mal zurück auf den Bereichsreparaturpinsel, dass alle Ebenen aktiviert ist und wenn man jetzt hier über diese Bereiche drüber geht, ja, mein Schönheitsleberfleck, wie gerade eben, das war jetzt kein Pickel, kann man hier sehr, sehr schnell entfernen oder auch hier dezent solche Augenringe. Das ist, was ich hier gemacht habe. Ich zeige euch gerade mal das Vorher, Nachher. Ja, auch hier diese bösen Mückenstiche. Mückenstiche. Ja, aber man kann ja sagen, es waren Mückenstiche. Die haben wir einfach entfernt, ganz schnell und dann sind die weg. So, was noch gemacht wurde, es wurde als nächstes mit Licht gemalt, eine leere Ebene auf die Füllmethode weiches Licht und dann ganz einfach mit einem schwarzen und einem weißen Pinsel hier abwechselnd hereinmalen. Ich zeige euch mal das Vorher, Nachher. Ja, es sieht ein bisschen mehr fokussierter aus, die Bereiche drumherum wurden etwas abgedunkelt. Ich zeige euch mal, wie das ausschaut. Dazu erstelle ich eine neue Füllebene, Farbfläche und sage jetzt hier mal so ein neutrales Grau. Und dann seht ihr, was hier gemacht wurde. Es wurde hier drumherum abgedunkelt, hier in der Mitte im Fokusbereich aufgehellt und im Gesicht wurde auch etwas gemalt. Das heißt, meine Augenbrauen wurden etwas dunkler. Das macht man ganz einfach mit einem Pinsel. Reduzierte Deckkraft vielleicht so 5-10%. Da malt man sich mit Schwarz die Bereiche rein, wo man abdunkeln will. Und mit Weiß kann man jetzt dann hier, was könnte man, Nasenrücken oder so, hier ein bisschen aufhellen. Das ist, was hier gemacht wurde. Gehen wir mal zurück. Das kann ich löschen, das brauchen wir nicht mehr. Ja, dann gab es noch eine Tonwertkorrektur. Die hat ja auch eine Veränderung. Und zwar hier die Lichter kommen nochmal enorm hervor und die Tiefen werden nochmal sehr, sehr dunkel. Wenn wir uns hier mal die Tonwertkorrektur anschauen, dann sehen wir auch, dass hier die Tiefen etwas nach rechts geschoben wurden. Minimal, also wirklich ganz, ganz dezent. Und das sorgt dafür, dass die Tiefen etwas dunkler werden. Es ist ein sehr, sehr schöner, krasser Kontrast, wo dann kommt und es ist sehr, sehr harmonisch, finde ich. Auch hier die Lichter, wenn man schaut, so war es vorher. Und einfach die Lichter ein bisschen mehr ranschieben. Und dann passt es. Aber darauf achten, dass die Mitteltöne vielleicht noch in der Mitte ungefähr bleiben, weil die sollten wir jetzt nicht großartig verändern. Nur darauf achten, dass die Tiefen und die Lichter etwas verschoben werden. Ja, und dann zum Finale gab es noch eine Gradationskurve. Und diese Gradationskurve sorgt ein bisschen, ja, hier so für ein, ja, so ein Pastell-Look, so ein Cross-Look. Die Tiefen wurden hier mit Blau eingefärbt. Es sieht meiner Meinung nach, ja, ich finde es cool, ich mag ja Blau, wir haben im Hintergrund Blau und es sorgt noch für einen gewissen Look und eine gewisse Harmonie. Wie das gemacht wurde, hier regelrecht bei den RGB-Werten, da gibt es ja Rot, Grün und Blau und da bin ich in die Blau-Werte reingegangen. Ich mache mal ein kleines bisschen mehr Platz hier, dass ihr es seht. So, so ist es standardmäßig, das ist Standard und wenn ihr jetzt hier links unten den Blauregler nach oben schiebt,
schiebt ihr automatisch hier in diesem Bereich, verschiebt ihr die Tiefen in den Bereich von Blau und ihr bekommt dann diesen Effekt. Aber wenn ihr jetzt hier oben auch nochmal anpackt und den nach unten schiebt, dann passiert, dass ihr die Lichter, und zwar hier haben wir auf der rechten Seite die Lichter, in die Richtung von Gelb schiebt. Ja, was ist Gelb? Das ist die Komplementärfarbe jetzt von Blau und ja, dadurch entsteht dann dieser Look, den man eigentlich auch aus der Mode kennt. Ich finde ihn hier sehr passend und ja, in wenigen Schritten, wie ihr hier seht, kann man hier so ein Bild in so ein Bild mit minimalen Sachen korrigieren. Ich kann echt sagen, so viel Photoshop ist es nicht. Ich kann meinen Freunden der Brücke sagen, ja, da war ich gewesen, cool, war eine schöne Zeit. Ich habe da so einen Look noch ein bisschen was gemacht, aber nicht allzu viel. Ja, die Situation war wirklich so bedingt und das war's. Ich stehe jetzt gerade auf einer Brücke und habe da vorne so eine Art Schloss gesehen. Vielleicht kann der Gabo mal ganz kurz filmen. Das Problem ist, dass unten sehr viel unnütziges Zeug ist. Sieht man das auf der Kamera, Gabo? Also da diese Dächer und alles drumherum. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich einen speziellen Bildausschnitt nehme und nur das Schloss drauf habe, vielleicht brauche ich es, also als alleinstehendes Motiv könnte es auch interessant sein, aber vielleicht brauche ich es mal für ein Composing irgendwo, solche Türme bekommen wir ja auch nicht ständig. Deswegen will ich einfach einen sehr engen Bildausschnitt. Ich habe jetzt mein 105 mm Objektiv drauf. Die Brennweite nutze ich auch voll. ISO gehe ich mal auf 100. Von der Belichtungskorrektur ein bisschen ins Plus, dass das Schloss auch noch Zeichnung hat und nicht so viel Himmel. Sonst wird das Schloss vorne zu dunkel. Blende 4, ja, da gehen wir mal hoch auf Blende 8. Okay, 3. Also ich zähle immer runter, gell, aber das Schloss bewegt sich ja nicht. Ich mache es jetzt einfach mal, Moment. So. Jetzt werde ich hier mal mit meinem Viewfinder checken und sieht gut aus. Ja, ich blende euch mal das Bild ein. Und ja, also das, ich finde das Motiv interessant, Erinnerung soll es ja auch irgendwie sein, dass ich hier war. Und vor allen Dingen, solche Schlösser kann man immer wieder mal gebrauchen. Vielleicht spiegelt man das Bild oder das Schloss dann später, nimmt sich eigene Türme für Fotomontagen als Hintergrund, Matte Painting oder was auch immer. Ja, dann ziehen wir weiter. So, Blende 2,8. ISO haben wir auf Automatik. Ja, da bringt er mir irgendwas ISO 4000, aber das ist okay. Ein Fischei. Finde ich eine coole Kulisse. Ich habe beim Bildstil übrigens auf Monochrom gestellt. Das heißt, ich sehe es jetzt hier schon in Schwarz-Weiß. Das ist generell etwas, was ich empfehle, wenn man auf den Straßen unterwegs ist. Ich fotografiere ja RAW, von dem her ist es egal. Aber ich will sehen, wie es in Schwarz-Weiß wirkt. Ich gehe mal noch ein Stück zurück. Ein paar Leute müssen wir vielleicht rausreduzieren. Schön, dass alles gestalterisch in der Mitte ist. Und bei Schwarz-Weiß kann ruhig ISO hoch sein und ein bisschen rauschen, das macht ja nichts. Ja, ein schönes Bild. Geil. Cool. Total interessant hier. Wir sind hier direkt vorm Schloss in Edinburgh und die bauen hier Tribünen auf. Oh, das ist wie so für ein Rockkonzert. Total spannend. Jetzt mache ich hier gerade mal mit dem Fischer ein paar Bilder, aber das sind mehr so Erinnerungsfotos. Ja, jetzt die rote Karre hier noch im Weg, aber die müssen wir jetzt wohl mit draufnehmen. So. Ja, ist heftig, hätte ich schon gedacht, dass sie hier so Tribünen bauen. Müssen wir einen Workshop hier machen. Hi Leute, ich bin irgendwo so ein Gebäude hochgegangen, wo ich hinter mir auf Edinburgh blicken kann. Und da das sau teuer war, bin ich alleine hier hoch. Mache jetzt 2-3 Bilder. Vielleicht sogar mit dem Fischei, Panorama. Nur, dass ihr es auch mal gesehen habt. Das ist irgend so ein Turm. Und bei dem kann man hochgehen. 6 Euro oder so. Aber nur einmal im Kreis und der ist sehr klein. Also lohnt sich eigentlich nur, wenn ihr mal diese Aussicht benötigen solltet. Ja, ich blende euch im Anschluss
ein paar Bilder ein und dann könnt ihr selbst beurteilen, ob das diese, keine Ahnung, 6, 7 Euro wert wären. Wie gesagt, ich mache jetzt hier mit dem Fischer ein paar Bilder, ein paar Panoramaschüsse und genau, die Bilder blende ich euch gleich ein. Gerade eben noch im Film angesprochen, dass ich euch jetzt ein paar Bilder zeigen will, einblenden werde. Ich kann euch leider nicht allzu viele Bilder zeigen, denn da oben habe ich nicht viele Bilder gemacht. Eigentlich nur dieses Panorama und dann noch ein Spaßbild. Bei diesem Spaßbild habe ich komischerweise extrem viel Feedback bekommen und es waren wirklich schon fast 100 Nachrichten, sowohl in Facebook als auch per E-Mail, wo mir Leute irgendwie zu diesem Bild irgendwie etwas geschrieben haben. Was ich, naja, ich finde das Bild lustig, aber nicht so besonders. Aber ihr wolltet unbedingt wissen, wie man denn so einen malerischen Touch da rein bekommt, damit das Ganze eben so aussieht, wie es aussieht. Deswegen werde ich es jetzt in diesem Film erklären, wie dieses Bild bearbeitet wurde, dass ihr quasi genauso so ein Bild machen könnt. Ist auch wirklich nicht schwer. Das ist noch ein Film, da brauchen wir nicht drauf eingehen. Hier habe ich noch ein kleines Bild. Ich bringe es mal am Rande hier kurz in dieses Video noch mit rein von der Kathedrale, wo ich das Bild gemacht habe. Ihr habt es ja schon im Video gesehen. Ihr habt das Bild in Schwarz-Weiß gesehen. Das Ganze sah dann so aus. Ich gehe nochmal ganz kurz hier in die RAW-Konvertierung. Ich habe es im Prinzip nur in ein Graustufenbild umgewandelt, hier im vierten Dialog, in Graustufen konvertieren und habe dann noch eine Objektivkorrektur durchgeführt, dass es nicht ganz so sehr Fischei ist. Und Kamera RAW erkennt ja, mit welcher Linse ich fotografiert habe und bietet dann automatisch eine Objektivkorrektur an. Und ja, das Bild hat mir so eigentlich schon ganz gut gefallen, aber mir hat der hintere Bereich nicht ganz so zugesagt. Der hier, der sah total langweilig aus, außerdem sind hier noch Leute zu sehen. Und da habe ich mir gedacht, ich mache einfach von hinten so eine himmlische Überstrahlung und ja, das habe ich einfach nur mit einem weißen Punkt gemacht, auf einer leeren Ebene, im Modus linear abwedeln. Aber ich glaube, hier kann man auch ganz normal die Filmmethode auf normal setzen. Also einfach nur ein weißer Punkt mit einer weichen Kante auf einer leeren Ebene. Dann habe ich mit einer Tonwertkorrektur hier noch ein bisschen die Ränder abgedunkelt. Das ist eine Tonwertkorrektur, die in den Einstellungen original ist. Da wurde nichts verändert. Es wurde einfach nur die Füllmethode von normal auf multiplizieren gesetzt, damit das Ganze etwas dunkler wird. Und dann habe ich die ganzen Ebenen zusammengefasst und habe dann, entweder war es mit Tobas Clarity oder mit dem Schärfungsfilter, einfach nur ein bisschen mehr Details gewonnen, das ganze Bild etwas rauer gemacht. Vom Effekt her könnte man das jetzt auch mit Klarheit machen in Kamera RAW. Also das hier ist kein besonderer Effekt. Habe ich das Bild ein bisschen gerade gerückt und habe dann mit einer Verlaufsumsetzung, ihr seht es hier, Magenta zu Orange, einmal im Modus Farbe und es hat mir dann irgendwie nicht so gut zugesagt. Dann habe ich das Ganze nochmal bei weiches Licht probiert, da war es etwas stärker und dann am Ende habe ich beides zusammen kombiniert. Also zweimal die gleiche Verlaufsumsetzung, einmal Farbe, einmal in der Filmmethode weiches Licht. Ich will jetzt nicht sagen, das ist ein cooler Bildlook oder ein toller Effekt, den man immer so machen kann. Ich habe da einfach die Deckkraft ein bisschen experimentiert. Ihr seht die Farbebene auf 24% und die Ebene mit der Filmmethode Weißlicht auf 68%. Also ein klein wenig experimentiert. Mir hat das Bild einfach besser gefallen wie so. So sieht es für mich noch etwas trocken aus. In Schwarz-Weiß geht es eigentlich, aber so hat es noch ein bisschen mehr Fantasy. Keine Ahnung. Okay, dann werden wir das mal wieder schließen und dann gehen wir mal zum interessanten Bild. Also, ich denke mal für euch interessant. Für mich war das sehr, sehr normal, das Bild. Und ihr werdet jetzt auch wahrscheinlich erschrecken, es sind nur drei Ebenen. Und ich habe wirklich so gearbeitet. Deswegen wird es mir jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwer fallen, genau die Schritte nachzuvollziehen. Also, ich weiß es noch grob, was ich gemacht habe und wir bekommen es auch, denke ich mal, zu 90% so hin. Aber hier habe ich mir wirklich keine Ebenen aufgehoben. Hätte ich gewusst, dass es euch so interessiert, hätte ich sie aufgehoben. Aber mir war es einfach zu einfach. Genau. Okay, jetzt schauen wir mal. Hier ist die RAW-Konvertierung und die ist schon durchgeführt. Ich mache mir hier ein neues Smart-Objekt durch Kopie und setze mal hier nochmal die RAW-Konvertierung zurück. So kam es aus der Kamera. Ja,
noch viel zu hell fotografiert. Es geht eigentlich, es ist nicht unbedingt zu hell. Also ich habe es ja irgendwo an einer anderen Stelle schon mal erwähnt. Ich fotografiere lieber etwas heller. Den Abdunklen finde ich immer ein bisschen einfacher. Hier kann man noch die Lichter nach unten ziehen. Dann mit dem tiefen Regler nach oben. Und dann habe ich eigentlich schon wieder ja, dieses Ausgangsmaterial, was ich schon in anderen Videos angesprochen habe. Das hier ist eine gute Grundlage für einen weiteren Filter. Ja, und zwar Topaz Clarity. In dem Fall würde vielleicht sogar Topaz Detail gehen. Ich weiß es nicht. Ja, und ihr seht, meine Version war nicht viel anders. Also das war die eigentliche RAW-Konvertierung. Der nächste Schritt war dann Topaz Clarity und einiges an Retusche. Ja, ich meine, ich habe mir ja völlig unvorteilhaft in die Nase fotografiert. Der Gaffer hängt ja noch, der Pickel, also es, eigentlich geht es ja überhaupt nicht. Eigentlich hat so ein Bild auf dem Training überhaupt nicht zu suchen. Aber ja, ihr wolltet es so, also probieren wir es. Ich dupliziere mal die Ebene, werde sie rastern, dass ich hier, also ich will ja nicht mit einem Smart-Objekt arbeiten und gehe dann nochmal in den Filter Topaz Clarity rein und dann schauen wir einfach mal, was wir hier rausholen können. Bei Landschaftsaufnahmen generell ist der super, bei Menschen, ja, die Haut, ihr seht schon, wirkt schnell etwas weniger vorteilhaft, aber wir können hier mal noch ein bisschen experimentieren. Wir können vielleicht mal die Schwarzwerte in die andere Richtung bringen, dass sie nicht so dunkel sind. Ja, so etwa in die Richtung. Also ihr seht schon, ich arbeite eher hier, ups, mit dem Mikrokontrast. Oh, da war gar nicht mal so schlecht hier. Low Contrast vielleicht ein bisschen runter. Okay, drücken wir mal okay. Da muss man experimentieren. Ja, da geht kein Weg dran vorbei, denn ein anderes Bild kann schon wieder ganz dezent andere Einstellungen haben. Generell ist es so, dass ich eher Mikrokontraste nach rechts bringe und die mittleren und die hohen Kontraste nach links. Das ist so eine Einstellung, die habe ich jetzt herausgefunden bei diesem Filter und die funktioniert ganz gut. Ja, es ist ein bisschen zu extrem, gerade in meinem Gesicht. Das geht also überhaupt nicht. Deswegen nehmen wir diesen Effekt über eine Maske zumindest auf meinem Gesicht etwas raus. Ich muss jetzt bei diesem Bildstil nicht unbedingt schön aussehen, aber ganz so extrem muss es dann doch nicht sein. Ja, und dann habe ich die ganzen Ebenen zusammengefasst mit Shift-Alt-Command-E. Ja, die haben wir wieder rausgelöscht. Und jetzt muss ich mal schauen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Kontraste und mehr kräftigere Farben. Und das kriegen wir mit einer Dynamikeinstellungsebene hin, indem wir die Dynamik nach oben ziehen und dann vielleicht auf die Füllmethode weiches Licht. So in etwa. Das kommt schon hin. Jetzt schauen wir mal meine Version an. Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu stark. So, und auf jeden Fall brauche ich ich brauche nicht so einen roten Kopf. Deswegen gehe ich mit einem Pinsel und einem schwarzen Pinsel auf mein Gesicht und nehme hier mal diesen Effekt wieder ein klein wenig zurück. Aber jetzt kommt es schon so in etwa hin. Dann habe ich wieder runter reduziert. Also, ja, ich weiß, nicht destruktiv arbeiten und so weiter. Aber das war für mich wirklich ein lustiges Fun-Bild. Und ich sage es euch ganz ehrlich, bei so lustigen Fun-Bildern arbeite ich einfach drauf los. Der Teil fällt mir jetzt ein bisschen schwer, dass ich jetzt meine Fresse hier so groß da reinzoomen muss. Aber ich habe hier wirklich ein bisschen die Zähne wegretuschiert. Also nicht, dass ich meine Zähne nicht haben will, aber ich finde, wenn die da so weiß durchblitzen, das braucht das Bild eigentlich nicht. Das wird man später eh nicht erkennen. Und man darf nicht vergessen, es ist ein lustiges Fun-Bild. Ja? Ist schon viel zu lange retuschiert eigentlich. Ich zoome mal ein bisschen raus. Ja, der Bereich geht eigentlich gar nicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal meine Nasenhaare wegretuschieren muss. Oh Gott. Aber ich mache das alles nur für euch. So. Okay. Ich sage ja, ganz unvorteilhaft, voll in die Nase reingerohrt. Jetzt schauen wir mal. Genau, dann habe ich, glaube ich, noch ein klein wenig im Gesicht ein bisschen mit dem Abwedler und Nachbelichter gearbeitet. Und wirklich, ich habe das alles direkt auf einer Ebene gemacht. Vielleicht kennen einige von euch ja mein Tutorial Calvin the Duck. So ganz nach dem Motto, richtige Profis arbeiten nur auf einer Ebene. Ist natürlich Quatsch. Also ich werde jetzt hier mal die Augen ein bisschen aufhellen, den Rand hier so ein bisschen abdunkeln. Hier so ein bisschen abdunkeln und dann können wir generell im Gesicht, habe ich glaube ich noch ein bisschen aufgehellt, abgedunkelt, hier ein bisschen aufgehellt, abgedunkelt. Also so, ja,
ja, das klassische Dodge and Burn. Ich kann es euch ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz genau sagen, was ich gemacht habe. Aber so in die Richtung muss es gegangen sein. Jetzt schauen wir mal, dass wir diesen malerischen Look noch bekommen. Ja, und diesen malerischen Look, da dupliziere ich einfach die Ebene. Wenn ihr schon so viele, ich nenne es mal verrotzte Details im Bild habt, dann kommt dieser Ölfilter sehr gut. Alternativ zum Ölfilter würde auch der Rauschen reduzieren Filter gehen. Den zeige ich euch mal zuerst, und zwar mit den Einstellungen 10, 0, 0, 0. Und den wenden wir jetzt mal an und zoomen da mal näher ran, und da werdet ihr sehen, dass der eigentlich schon mal ein ganz gutes Ergebnis bringt. Ja, so sieht das Ganze dann aus, und hier hinten sieht es schon so malerisch aus, wie auf meinem finalen Bild. Ja, in meinem finalen Bild sind noch ein bisschen mehr Details, aber das sieht schon ganz ähnlich aus. Wichtig ist, dass ihr nach dem Rauschen reduzieren Filter auf jeden Fall nochmal nachschärft, weil die Schärfe geht hier ein klein wenig verloren. Da nimmt man dann einfach einen Filter wie Scharfzeichnungsfilter, unscharf maskieren. Und dann können wir hier noch mit der Schärfe ein klein wenig hochgehen. Also das ist eine Variante. Die zweite Variante, jetzt muss ich gerade mal schauen, da löschen wir die Ebene nochmal, ist der Ölfilter. Den gab es früher als Plugin, als Pixelbänder hat er sich genannt, und ich glaube ab CS6 war er dann mit drin, und zwar Ölfarbe. Genau, so heißt er. Und hier nehme ich auch die Einstellungen 10, 10 und dann den Rest auf das Minimum. Und wenn ihr das habt, dann wirkt das erst einmal ganz, ganz, ganz extrem. Aber cool. Ja, und wenn man jetzt die Deckkraft hier reduziert, dann sieht es richtig stark aus. Also gerade, wenn man so viele Details hat. Und was ihr halt machen könnt, ihr könnt dann, wenn euer Gesicht mit drauf sein sollte, euer Gesicht dann noch so ein klein wenig mit rausnehmen. Aber das war eigentlich so dieser Haupteffekt von diesem, ich nenne es mal Comic-Look. Wenn man jetzt mal meine Version sieht, ja, da ist noch ein bisschen mehr Tief im Gesicht, da habe ich das Gesicht ein bisschen mit Dodge and Burn noch, die Augen sehen ein bisschen extremer aus. Aber so ist dieses Bild quasi entstanden. Vielleicht mit ein bisschen mehr Gefühl probieren, aber der malerische Look oder der Comic-Look ist da. Und wenn man sich jetzt mal das Original anschaut, also das ganz, ganz Original, ich setze mal hier nochmal die ganzen Einstellungen zurück. Ja, da könnte man schon sagen, der Typ kann nicht fotografieren. Bei diesem Schnappschuss ist es auch wirklich so. Also der Schnappschuss ist ein bisschen zu hell geworden. Also eigentlich schlecht, ja, nicht gut. Doch, das hier sieht geil aus. Also, ja, mir hat es ganz gut gefallen. Ist ein cooler Effekt. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Probiert es einfach mal aus. Nicht vergessen, ihr braucht viele Details im Hintergrund, und natürlich das Fischei macht natürlich auch einiges her, aber das geht auch mit 24 mm, geht es auch. Wichtig ist, dass ihr viele Details im Bild habt. Also dieses Bild ohne Details, das wirkt einfach nicht. Nur wenn ihr Details habt, dann klappt es auch mit den Filtertechniken, die ich euch da gerade gezeigt habe, dann sieht es auch relativ gut aus. So, da ist ja der malerische Look. Oh mein Gott. Ja, das war's zu diesem Bild und zu Edinburgh. So, dann seid ihr durch mit dem Training. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und habt auch das ein oder andere gelernt. Am Ende, was bleibt noch zu sagen? Wir haben nicht nur mit Schafen gekämpft, Nessie war auch dabei. Stimmt, haben wir am Anfang mit Nessie noch gekämpft. Ja, ja. Ich hoffe auch von meiner Seite, dass es gefallen hat. Wir haben in 2 Stunden, glaube ich, so ein bisschen mal was anderes präsentiert auf Photoshop Freaks. Nicht so, wie ein Bild von A bis Z entsteht, sondern einfach mal neuer Style. Spontane Bilder. Und ja, probiert es auch aus, weil jeder ist ja irgendwie im Urlaub, jeder ist irgendwo unterwegs, und ihr habt es gesehen, ihr habt mit dem Training ein paar Ansätze gesehen, was man da machen kann. Mhm. Und wir überlegen jetzt schon, das nächste miteinander zu planen. Ja. Definitiv. Also wir müssen jetzt mal warten. Als wir dieses Training jetzt, als wir diesen Film hier gemacht haben, wissen wir ja eigentlich noch nicht, wie gut es ankommt. Aber uns hat Spaß gemacht. Das Interesse war im Vorfeld sehr groß. Und wir überlegen jetzt, ob man da einfach jetzt mal in so eine nächste Stadt oder ein nächstes Land fährt, um da einfach noch ein bisschen weiterzumachen. Weil ich glaube, egal wo man ist, es eröffnen sich immer neue Bilder, die man da irgendwie machen kann. Also so abseits der Landschaften ergeben sich immer spontane Situationen. Es ist halt immer die große Herausforderung, wie nach Schottland zu gehen. Klar, man hat die Kamera dabei, aber man versucht halt, den passenden Platz zu finden, um geile Bilder zu machen. Und das ist halt so eine, diese Expedition, die wir hier starten. Und ja,
Vor allen Dingen gerade ein Nessie-Bild. Nessie. War ja so typisch Schottland. Einfach irgendwo mal sowas, was, wenn man an Schottland denkt, Nessie. Ja. Wenn ihr nach Spanien geht, Stierkämpfer. Ja, was Passendes, immer was Passendes. Keine Ahnung. Und da versucht ihr das einfach mal so ein klein wenig irgendwie in diese ganzen Bilder mit einzubringen. Und wenn nicht, dann bleibt es auch bei normalen, schönen Landschaftsbildern und so weiter. Ja. Also gerade so die Erinnerungsgeschichte. Ja, das habt ihr auch im Training gesehen. Genau, auf jeden Fall. Wenn ihr rausgeht, so wie wir, wie viele Bilder haben wir gemacht? 700 Bilder vielleicht geschossen? Ja. Sucht euch die schönsten raus. Wir hatten jetzt 11, 12 zur Auswahl gehabt. Ja. Bearbeitet die nochmal richtig schön. Ich habe selber gemerkt, ich habe meine Familie auf dem iPad 700 Bilder gezeigt. Begeisterung war immer groß, aber diese 10 bearbeiteten Bilder, das war das Ausschlaggebende, der Kern für den Ausflug. Nicht zu viel, lieber ein paar richtig geile Bilder, ein bisschen 10 Minuten ransetzen wie jetzt. Das muss kein Composing werden, keine riesen Bildbearbeitung, 5 bis 10 Minuten und ja, holst du das Schönste aus eure Urlaubsfotos raus. Ja, macht richtig geile Artworks, nicht einfach nur drauf rumknipsen, so ein bisschen mit Plan rangehen, dann passt es. Okay, ja, wir sind durch, wie gesagt, es hat euch hoffentlich gefallen und wir freuen uns über jeden weiteren Support. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und letztes Wort gilt Gabor, ich sag schon mal ciao. Ja, wir sehen uns das nächste Mal nach Istanbul. Wo geht man? Ich weiß nicht. Nee, nur Spaß. Haut rein. Bis dann, ciao. So, Freunde, jetzt gibt es noch einen kleinen Outtake zu diesem Projekt. Ich habe da auch mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, aber ich will sie hier nochmal auf YouTube platzieren, vor allen Dingen mit einem Visuell, und zwar mit diesem Visuell. Ich war in Schottland ja unterwegs mit Gabo und habe das komplette Videotraining produziert. Und das ganze Material, was ihr darauf findet, haben wir eigentlich so in den ersten 3-4 Tagen erstellt. Und dann ist aber etwas passiert. Wir hatten diese ganzen Daten, also alles, was du in diesem Videotraining gesehen hast, immer auf dem Rechner gesichert hier. Das ist übrigens der Rechner, den wir in Schottland dabei hatten. Haben das immer da drauf gesichert und dann haben wir uns irgendwann mal gesagt, komm, wir sollten mal ein Datenbackup machen, wenn der Rechner abschmiert oder irgendwie. Und dann dann haben wir eine Pause gemacht. Das war eine Pause, es war nachts um 11 irgendwo auf dem Parkplatz. Dann habe ich den Rechner aufs Autodach gestellt oben, Festplatte angeschlossen und wollte gerade die ganzen Daten zusätzlich auf einer Festplatte sichern. Dann sagt der Gabor zu mir, wir sollten eigentlich weiterfahren zum nächsten Spot wegen Sonnenaufgang. Das ist ja in Schottland ein bisschen anders. Die geht ja nicht morgens um 6, 7 auf, die ging irgendwie um 3, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Also wir mussten los. Dann sage ich, warte, ich mache noch das Datenbackup. Und er so, ja, besser wir fahren hin und machen dann vor Ort, wenn wir noch Zeit haben, da das Datenbackup. Ich so, okay, alles klar. Rechner zugeklappt, Zeug eingepackt, losgefahren. Und dann kamen wir nach 1,5 Stunden mitten in der Nacht, 0 Uhr, 1 Uhr, an dem Spot an, waren noch ein bisschen zu früh, haben gedacht, okay, wir haben noch ein bisschen Zeit, legen wir uns noch ein bisschen pennen, ich mache noch mein Datenbackup, will meinen Rechner rausholen und denke, wo ist mein Rechner? Dann sage ich, Gabor, gib mir mal meinen Computer. Ja, hat er nicht. Sag ich, wie hat er nicht? Dann haben wir das ganze Auto durchsucht, nachts, im Dunkeln, ich habe den scheiß Rechner nicht gefunden. Was war das Ende vom Lied? Ich habe ihn auf dem Autodach stehen lassen. Ja. Ey, jetzt fragst du dich bestimmt, aber wie kann der hier noch sein, wenn er auf dem Autodach stehen geblieben ist? Das Ding ist, wir sind mitten in der Nacht wieder zurückgefahren. Ich hätte kotzen können. Ich bin ausgeflippt, weil die ganzen Daten drauf waren. Von 3-4 Tagen Material, Drehtage, Planung, Vorbereitung. Alles war weg. Wir hatten nichts mehr. Ich hätte einen Gabor lynchen können, weil irgendeiner muss ja schuld sein. Dann sind wir wieder 3-4 Stunden zurück auf diesen Parkplatz. Nee, Entschuldigung, eine Stunde zurückgefahren auf diesen Parkplatz, 1,5 Stunden. Und da habe ich gehofft, der Rechner liegt irgendwo da. War er nicht gelegen. So, jetzt stand ich da. Dann habe ich nachts meine Frau angerufen und habe gesagt, Schatz, wir haben alle Daten verloren, ist alles weg. Ich bleibe hier nicht noch 2 Tage in Schottland. Da habe ich keinen Bock drauf. Bitte buch mir einen Flug, ich will morgen früh zurück. Und meine Frau hat dann mit mir gequatscht und hat gesagt, ich soll nicht aufgeben. Also jetzt irgendwie geschafft, dass ich gesagt habe, okay, Gabor, alles, was wir jetzt in 3 bis 4 Tagen gemacht haben, machen wir jetzt nochmal in 2 Tagen. Und dann sind wir mitten in der Nacht 3 bis 4 Stunden wieder an den Anfang gefahren von Schottland und haben all das, was du hier als finales Ergebnis gesehen hast, nochmal probiert zu machen. Wir sind nochmal auf den Berg hochgekrabbelt. Wir haben alles nochmal probiert, aber das Problem war, es war keine Möwen da.
Das Wetter war scheiße. Wir haben uns 2 Tage den Arsch aufgerissen. Alles nochmal gedreht. Das war so ein Mindfuck. Entschuldigung. Und es hat nichts geklappt. Und nach 2 Tagen, wir hatten dann irgendwie noch einen Dreivierteltag in Edinburgh. Da ist ja auch was drauf. Übrigens, der Teil Edinburgh, der ist dann mit neuem Material entstanden. Pass auf, kommen wir gleich dazu. Wir hatten noch einen halben Tag in Edinburgh. Und da habe ich gedacht, ich gebe auf. Dann haben wir uns ein Hostel gesucht, wollten da irgendwie noch 2-3 Stunden schlafen, weil wir haben ja noch nicht gepennt gehabt. Ne? Wir waren ja dauerhaft unterwegs. Haben wir uns ein Hostel gemietet. Ich wollte schlafen, leg mich gerade hin, klopft der Gabo an der Tür. Sag ich, was ist denn los? Hey, bei dir jemand auf der Facebook-Seite hat kommentiert, der hat deinen Laptop gefunden. Willst du mich verarschen? Doch, der hat seine Telefonnummer dazu geschrieben. Ich renne an mein Handy oder Gabo hat einen Recher gehabt, ich weiß es gar nicht mehr. Ruf den Typ an. Did you find my laptop? Also war Englisch. Ja, er hat meinen Laptop gefunden. Er hat ihn nachts auf dem Parkplatz gefunden. Und das Geile ist, der hat halt die Bilder gesehen und mein Name und hat dann gegoogelt. Und er sagt nur zu mir, ja, du machst übrigens geile Bilder. Ich sage, und geht der Rechner noch? Dann drückt er drauf und ich höre im Hintergrund das Geräusch. Und Leute, der Rechner geht heute noch, 7 Jahre später, der ist vom Autodach gefallen. Der geht immer noch. Das ist unglaublich. Der fährt hoch, der ist funktionsfähig. Und der sagt, der geht noch. Er muss jetzt Passwort eingeben. Ne? Hier, wir haben ihn zurückgesetzt, funktioniert. Und dann sag ich so, ja, Passwort brauchst du nicht eingeben. Wo er ist, ausschalten. Wo er zu Hause ist. Und dann war der wieder am anderen Ort von Schottland. Da sag ich, da können wir nicht nochmal hinfahren. Ob er mir zuschicken kann. Ja, hat er gesagt, er schickt ihn mir zu. Und in dem Moment haben wir dann noch am letzten Tag in Edinburgh richtig Gas gegeben. Da ist ja dieses Selfie entstanden und die Kathedrale. Ich weiß es nicht mehr genau, ist jetzt zu lange her. Aber das Selfie ist da drauf entstanden, was ihr da seht. Das haben wir am letzten Tag gemacht, völlig übermüdet. Das wisst ihr jetzt, wenn ihr jetzt nochmal zurückspult zu dem Teil. Ey, das war richtig krass. Zu Hause angekommen, war das Laptop dann da. Und wie gesagt, also das hat überall Macken hier. 7 Jahre später und das Ding ist schwer wie Sau. Es funktioniert noch. Krasse Story, oder? Das ist der Hammer. Und als Bonus, Robert, das müssen wir jetzt raussuchen, es gibt ein YouTube-Video, MacBook is back oder so, das blenden wir jetzt ein und wir geben euch jetzt nochmal am Ende ein Video mit von damals. Damals war ich noch im Keller, habe ich zu Hause gearbeitet, nicht im Office hier, wie das MacBook ankam und wie ich es dann auspacke. Guckt euch das Video jetzt noch an und wenn dir das Video dann gefallen hat, schon mal Abo da lassen und so weiter. Wir sehen uns. Achtung, ich verändere mich jetzt optisch, ja? Jetzt kommt das Video, wo das MacBook ankam. Bis dann. So Leute, hier ist der Calvin und ich weiß nicht, wer von euch die Story kennt von meinem heruntergefallenen Laptop vom Autodach in Schottland. Hier kam er gerade an. Das ist jetzt quasi ein Unboxing-Video, mit einer Kinderschere aufzumachen, das ist natürlich ein Horror. Das ist jetzt quasi ein Unboxing-Video, ob der Laptop noch geht. Und ihr seid quasi live dabei, wie ich das Ding auffange. So. Er scheint es gut verpackt zu haben. Ja, schneiden wir hier mal noch auf. Geile Schere, oder? Also ist ja schon selten, dass jemand einen Laptop findet, der bei mir vom Autodach von Schottland runterfällt und dann auch noch abgibt. Ja? Der Grund, warum er ihn abgegeben hat, also warum er herausfinden konnte, dass er mir gehört, den zeige ich euch gleich. Boah, ist der gut verpackt hier. Es raschelt mal noch nichts, keine Schraubenteile, die irgendwo in der Gegend rumfahren. Ja, und ich bin natürlich sehr, sehr gespannt. Oh, hat er das gut gemacht, der. Das gibt mir extra Kinderlohn. Oh. Okay. Guck mal, nochmal eine Verpackung. Also wenn er jetzt am Arsch ist, liegt es definitiv nicht an der Lieferung.
Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Jetzt kommt die letzte Folie. Oh, ich sehe schon die ersten Macken. Oh. Also so sieht der Laptop aus, ne? Und hat dann nach meinem Namen gegoogelt und hat ihn halt gefunden. Ja, da ganz übel. Oh, oh, das tut weh. Oh. Aber jetzt sieht er wenigstens aus wie ein Werkzeug. Jetzt muss er nur noch gehen. Oh. Da ist auch ein Haufen. So. Oh, oh. Strom. Netzteil. Hä? Netzteil. Oh, oh. Vielleicht liegt es am Strom. Akku leer. So. Probieren wir nochmal. Es tut sich was. Da müsst ihr jetzt live dabei bleiben. Okay, es war der Akku leer, das stimmt. Also es lag nicht an was anderem. Das gibt's ja nicht. Halt, hier einloggen. Oh, die Tastatur geht nicht. Doch, die Tastatur geht. Warte. Ich bin so nervös, Leute. Das sind so wichtige Daten drauf, das glaubt ihr gar nicht. 3% Akku. Ja, aber das sieht gut aus. Also er hat nur ganz wenige Macken. Ich meine, der fällt vom Autodach runter. Das ist ja... Hm. Hier ist übrigens mein zweiter Laptop. Der ist schon mal gespiegelt so, dass ich halt definitiv etwas habe. Also ich erwarte nicht, dass er voll funktionsfähig ist. Ich erwarte nur, dass an meine Daten rankommen. Genau. Das dauert hier mal noch kurz. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Wer bleibt live dabei, oder? Mit mir. Dann zeige ich euch gleich noch ein paar Bilder, wenn es geht. Oh, es tut sich was. Also ich wäre wirklich zufrieden, wenn ich die Daten rüberbekomme. Oh, unverwüstbar. Ich darf nicht zu früh loben. Das Hochfahren dauert schon mal sehr lange. Aber das kann natürlich jetzt sein, weil der Akku leer war oder wie auch immer. Guck mal, film mal meinen geilen Bildschirm schon. Ich habe noch keine Diashow drin. Ist doch voll kreativ, oder? Oh, es tut sich was. Es tut sich was. Also ich hätte mit mehr Schaden... Der muss sich ja richtig überschlagen haben, ne? Also wir haben hier... Das sieht man nicht so richtig. Sieht man nicht. Also wir haben ganz viele Macken drin. Ganz viele scharfe Kanten. Aber irgendwo war noch richtig böse. Kannst du das mal noch sagen? Ich, ja, da an der Seite. Aber die, gut, die Folie, ich glaube, die war schon vorher. Ne, da oben, hier. Also er sieht schon... Aber es ist geil, ich mag das so, wenn es eigentlich ein bisschen demolierter aussieht. Dann sieht es nur noch am Werkzeug aus, aber eigentlich weniger beim Laptop. Bei der Kamera finde ich schon cooler, aber beim Laptop nicht so gut. So, jetzt gucken wir mal hier. Und hier ist jetzt der Ordner Schottland. Ja, wahrscheinlich dauert es jetzt noch ein bisschen, der ist noch nicht richtig hochgefahren. Und da sind jetzt meine ganzen wichtigen Bilder drin. Aber es geht alles, ja. Es startet alles, da ist der Schottland. Achtung, Bilder. Tag 2 war der schöne, gell? Der schöne Tag. Mhm. Oh. Alles noch da. Ich guck mal, ob ich ihn... Ja, der braucht jetzt gerade noch ein bisschen, der ist jetzt nur ein bisschen langsam. Ah, da ist es schon, warte mal. Ich scroll mal nach unten. Also ich werde ihn definitiv zum Checken weggehen. Halt, warte mal, Tag 2, wir machen mal hier Tag 2b. Genau, das war der entscheidende Tag. Ah, genau, hier, guck mal, warte mal. Das waren die geilen Bilder, ja. So, warte mal, da, guck mal, das hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen, ne? Allein der Schuss hätte mich geärgert, wenn ich den nicht mehr habe. Guckt euch das mal an, was das für ein Volltreffer ist. Im richtigen Moment abgedrückt und er ist knackscharf. Warte mal, ich zeige euch noch eins. Ich habe bestimmt noch eins. Noch ein cooles. Ja, so Weitwinkel. Bilder. Sieht man jetzt kaum, ne? Oh, so geil. Wenn das noch bearbeitet ist. Ja, und dazu haben wir halt auch Videos gemacht. Einen Haufen Videos. Hier seht ihr zum Beispiel das Video. Jetzt erst filme ich Scheiße. Nein. Ich gebe den, der sieht nämlich nicht so... Wie die uns angreifen und so, haben wir ein Video gemacht. Oh, Alter. Der ist voll mutiert.
Also wenn das alles weg gewesen wäre, gell? Leute, ich freue mich gerade total. Ich habe meine Daten wieder. Und ja, ich sag's nicht in Englisch. Also der Typ, der wird von mir entweder nach Deutschland eingeladen, kriegt einen Finderlohn und keine Ahnung. Also sehr, sehr vorbildlich. Gebt den Laptop zurück, wenn ihr mal irgendwo was findet, behaltet es nicht, es ist nicht wert. Ihr macht eine riesige Freude, wenn ihr die Sachen wieder zurückgebt. Und ja, das werde ich auch für die Zukunft. Ich meine, ich hätte es auch schon vorher immer zurückgegeben, aber jetzt umso mehr. Also das ist Wahnsinn. Grüße aus auf der City. Nee, Blankstadt, P-Town. Peace.